So, genau, dann fangen wir auch direkt wieder an zu befeuern. Ja, jetzt kommen noch mehrere Teilnehmer rein. Der Raum füllt sich nach und nach. Am Freitagnachmittag hier bei Sonnenschein im Outback München ist auch keine Seltenheit, dass sich hier dann am Nachmittag der ein oder andere Teilnehmer dann doch in die Sonne begibt. Aber es gab heute Morgen schon reichlich Content. Hier, wie gesagt, auf unserem YouTube-Channel einsehbar. Freue mich, dass Henry Philipsen heute hier zu Gast ist. Dürfte ja jedem auch bekannt sein vom Gottmau Trader und seinen Euro-US-Dollar-Analysen vom Tage. Ja, heute Nachmittag hatten wir auch schon ins Visier genommen die Zahlen des US-Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar, vielmehr hier die Cut-Zahlen, die wir hier erwarten, Verbraucherpreise. Das könnte eine Price-Action geben, meine liebe Leute. Schauen wir uns mal an, was der Preis uns denn dann hier nach 14:30 sozusagen beschert. Wir sehen hier 15:30 und folgend auch noch einige andere News, die allerdings nicht so einschlagend sind, bis auf, ich möchte mal meinen, hier die Immobiliendaten um 16 Uhr, Einkaufsmanager Index, Market ist eher so eine kleinere Erhebung, aber grundsätzlich, wie gesagt, interessante Daten. Da wird Henry noch was zu sagen. Ich werde mal kurz den Cut vielleicht mal unter die Beschau ganz kurz nehmen, bevor Henry dann gleich eingreift und dann sozusagen auch seinen Senf dazu gibt. Kanadisch Dollar, ich sagte heute Morgen schon, hängt hier mit einer engen Korrelation des Ölpreises zusammen. Also beide haben hier eine Verbindung sozusagen, hängt beim kanadischen Dollar daran, dass der auch als Rohstoffwährung bekannt ist. Gerade im Öl bezogen auch die norwegische Krone sehr, sehr interessant. Und insofern, wenn der kanadische Dollar aufwertet, US-Dollar hat entsprechend schwach tendiert, dann hat der Ölpreis meistens auch eine Baseline auf der Oberseite, also entwickelt sich positiv. Zuletzt haben wir einen schwachen Ölpreis, sorgte dafür, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar aufwertete und der kanadische Dollar entsprechend schwach war. Grundsätzlich haben wir meines Erachtens hier eine Range seit Anfang März, die hier mehr oder weniger einen Ping-Pong-Verlauf signalisiert. Und ich selbst hatte vor kurzem erst eben dieses Rechteck skizziert nach dem Motto, für mich wäre es erst interessant, wenn wir signifikant rausgehen nach oben oder unten. Und wer weiß, vielleicht passiert es ja heute. Wir sehen die aktuelle Tageskerze heute, die ist mit Verlaub etwas sehr dürftig bislang. Wir haben hier gerade 22 Pips absolviert. Also das sehen Sie, die Kerze ist im Vergleich zu den Vortagen ja, minimalistisch unterwegs. Im Schnitt sollte man vielleicht am Rande wissen, bewegt sich der Cut so um die 70 Pips am Tag. Das heißt, heute haben wir durchaus noch 50 Pips auf der Oberseite. Hier entsprechend hier dann wahrscheinlich bis zum Rechteck Obergrenzung, wenn es die Range eben hergibt, oder auf der Unterseite. Wäre, wie gesagt, Spielraum von knapp 50 Pips noch gegeben. Das dürfen wir uns mal anschauen, was da passiert. Ich selbst habe hier ja auch immer, und das will ich vielleicht jetzt nochmal beifügen, die Fuzzy-Vektorlogik in der Beschau, die sagt heute einen bullischen Cut voraus. Ja, vielleicht mal hier kurz dargestellt, kanadisch Dollar. Während der letzten 17 Handelsjahre gab es hier, und weil wir das heute Morgen auch ansprachen, dass der kanadische Dollar am Freitag ja generell zu einem bullischen Bias neigt, will ich das auch nochmal unterstreichen. Hier haben sich die statistischen Zahlen etwas ja, verschlechtert bzw. leicht relativiert in den letzten Handelsmonaten. Also die sehr stark bullische Phase, die wir tatsächlich letztes Jahr hatten, ist etwas ja, zurückgekehrt. Schauen wir uns das mal hier an. Der Freitag statistisch mit 54% positiver Schlusspreise immer noch einer der besten Handelstage neben Dienstag. Aber das waren hier mal Werte, die gingen in Richtung 70%. Das war auf jeden Fall stärker und zeigt uns eben, dass auch die schönste Statistik nicht auf Dauer in die gleiche Richtung weist. Aber tendenziell der Freitag eher ein bullischer Handelstag. Und dazu haben wir heute eben auch hier ein Pattern, das voraussagt, dass wir hier ein Plus von 0,37% im Schnitt erreichen und heute ein Hoch sehen könnten bei 1,3550. Gut, ob das so kommt, das ist wie gesagt statistisch abgeleitet aufgrund vergangener Pattern in den letzten 17 Jahren. 1,3550 wäre dann auch theoretisch hier ein wirklich neues Hoch, obwohl der Close, jetzt muss ich direkt nochmal schauen, der ist hier bei 1,3519, der wäre also doch wieder tiefer vorzufinden, also kein Ausbruch aus dieser Rechteck-Range. Mal abwarten, was passiert. Grundsätzlich, der kanadische Dollar für mich, wie gesagt, mehr Ping-Pong in den letzten Monaten, insbesondere auch hier seit Anfang März. Henry, wie siehst du die Lage beim kanadischen Dollar vielleicht gleich mal überleitend? Ich sehe es ähnlich wie du. Der kanadische Dollar ist im Prinzip oben immer gedeckelt gewesen die letzten Monate. Eigentlich das ganze Kalender ja bei 1,35. Das ist so ein Level, wo er mehrfach gen Süden wieder abgeprallt ist. Sieht man ja auch bei dir im Tageschart da. Was man jetzt gesehen hat im Wochenverlauf seit dem Dienstag, wo eigentlich die meisten Forex-Händler wieder an den Start gegangen sind nach dem Osterferien, man hat eine relativ starke Aufwärtsbewegung gesehen. Das heißt, der kurzfristige Trend ist klar aufwärts gerichtet. Das heißt, wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, ich habe die Seite bei mir
mal offen. Die, Ja, die, es wird die, ja ich, erwartet heute. ich gebe dir gleich mal den Bildschirm, und weil du auch gerade sagst, da kurzfristige Trends, zeige ich euch auch hier nochmal den Rainbow Chart kurz. Das ist für den einen oder anderen vielleicht Augenkrebs wegen dem großen Rainbow. Aber wir sehen ja auch die positive Auffächerung während der letzten Tage und rein das Momentum, wie Henry auch richtig feststellte, Tagesschart ein Stück weit rangig, oben gedeckelt, aber hier im Intraday-Verlauf auf den kleineren Zeitebenen hier mit bullischem Momentum. Und ja, die Statistik sagt heute theoretisch auch was Positives voraus. Da dürfen wir mal gespannt sein, ob es denn reicht, hier abgeholt zu werden. Henry, ich würde dir mal aus Gründen der Einfachheit vielleicht auch den Bildschirm rüber scheren, sodass die Teilnehmer dann auch Okay. vielleicht sehen, auf was du dich direkt beziehst. Und da mache ich dich jetzt mal zum Organisator in diesem Kontext gleich. So, Henry, jetzt müsstest du auch den Chat sehen. Schau mal. Frage, ja. Kann ich die vergrößern? Ich glaube, Sieht man jetzt meinen Bildschirm schon? noch nicht. Man sieht noch meinen. Ich müsste dich, glaube ich, noch parallel dazu zum Moderator ändern. Jetzt wird es klappen. So, jetzt bist du full included. Jetzt musst du nur den Bildschirm noch auswählen und dann hast du es wieder. Perfekt. Alles zu sehen. Jetzt super. Ich mache mir nur mal die Fragen, dass ich die extra habe. Sekunde. Okay. Genau. Alles klar. Gut. Was wir hier sehen, im Prinzip ist die Seite, ich hatte die heute früh schon mal angesprochen, Trading Economics, wo man einen sehr guten Überblick haben zu den einzelnen Daten. Das heißt, die Seite ist halt wirklich auch einfach und simpel strukturiert. Man sieht ja den Kalender, was steht an, und kann auf die Daten klicken und bekommt hier eine Zusammenfassung, die wirklich super ist. Man sieht hier unten die letzten Zahlen, Januar, Februar, März. Jetzt wird für den April der Wert erwartet. Wir erwarten also jetzt gleich in 7 Minuten einen Inflationsgrad, also Konsumentenpreise von 1,8%. Der Konsens ist 1,8%. Vorher wurden man erwartet quasi auch, dass der Vormonatswert auf 2% revidiert wird. Wie gesagt, je nachdem, wenn es hier größere Abweichung von diesem Forecast gibt von 1,8%, wird es dementsprechend Ausschläge im USD-Cut geben. Natürlich, wenn die deutlich höher ausfallen, also über 1,8, wie ist die Reaktion? Das heißt, der kanadische Dollar wird steigen, da die Zinserhöhungsfantasie reinkommt. Früher oder später ist einfach so eine Standard-Marktreaktion. Das heißt, Daten über 1,8 dürften in dem Fall den USD-Cut drücken, also Cut-Stärke, USD im Vergleich dazu schwächer, also USD-Cut runter. Und dementsprechend Inflationszahlen von unter 1,8 wären in dem Falle bärisch für den Cut, also USD-Cut würde in dem Falle steigen. Ich habe hier die Charts schon vorbereitet. Wie sieht es aus im USD-Cut mit den verschiedenen Zeitebenen? Wir haben jetzt hier mal, ich habe hier schon mal den 30-Minuten-Chart ein bisschen geschminkt, ein paar Levels eingezeichnet. Wir sehen hier den Anstieg im Prinzip seit Dienstag, ein dynamischer Trend. Ich hatte das heute früh schon gesagt, Forex ist ein Trendmarkt. Wenn Sie versuchen, gegen Trends zu handeln, werden Sie früher oder später eliminiert. Man sieht ja ganz klar einen Aufwärtstrend, der über mehrere Tage geht und einfach eine Konsolidierung, auch in Erwartung der Zahlen, die wir gleich bekommen werden. Das heißt, was könnte passieren, wenn die Zahlen stärker, also höher als 1,8 ausfallen, wird der Cut kurz wahrscheinlich nochmal, ich vermute, im Minimum in diesem Support-Level 1,34, 40, 50 fallen. Dort müsste man dann schauen im 5-Minuten-Chart, wie der reagiert, ob der dann wieder gekauft wird in Richtung des übergeordneten Trends oder ob er durchgereicht wird, weil wenn er durchgereicht wird, dann hat er gleich mal Potenzial bis auf 1,34, 1,34, 10, 20. Also da ist dann in dem Falle würde ich das nicht blind kaufen, die Schwäche, obwohl der Trend weiter aufwärts gerichtet ist. Auf der anderen Seite direkte Zahlen, die Cut-Schwäche nach sich ziehen, könnten mal direkt die 1,35 attackieren. Also direkt, das wird spannend jetzt, ne? Es wird auf jeden Fall eine Bewegung geben. Der kurzfristige Trend ist klar aufwärts. Ich vermute mal, der wird sich heute nicht mehr drehen. Das heißt, die Zahlen müssen schon krass von den Erwartungen abweichen, dass wir hier wirklich einen Trendwechsel heute noch zum Freitag bekommen. Der Chris hat es auch schon gesagt, hängt auch viel mit dem Ölpreis zusammen, die Schwäche des kanadischen Dollars in den vergangenen Tagen. Das liegt einfach daran, dass der Rohölpreis in den vergangenen Tagen
nach dem vorherigen Aufwärtstrend massiv unter Druck gekommen ist und der USD-CAD entsprechend natürlich gestiegen ist, weil der CAD auch unter Druck gegangen ist. Nur beim Rohölpreis scheint es jetzt auch hier erstmal eine Stabilisierung zu geben im Bereich 50 Dollar. Das ist der WTI, Western Texas Intermediate. Und ja, von daher dürfte es erstmal kein weiteres Strohfeuer geben. Ich denke, der Ölpreis kurzfristig ist gut für einen Bounce nach so einem krassen Abverkauf. Wie gesagt, auch hier hat sich das Momentum erstmal zugunsten der Bären gewendet. Das heißt, in Erholung tendenziell Short, aber das aktuelle Level wäre jetzt für mich kein Level, wo ich jetzt unbedingt Short gehen würde, sondern ich würde eher schauen, dass er nochmal irgendwie ein Retracement macht, ähnlich wie beim Euro heute früh, dass er erst ein schönes Retracement macht und man kommt da irgendwo besser in den Abwärtstrend rein, wer das Öl handeln möchte. Aber wie gesagt, es geht gleich los im USD-CAD. Das britische Pfund schauen wir uns später nochmal an. Hier kommt doch gerade noch eine Frage zum Euro-Yen. Da nehme ich von Peter, die nehmen wir gerne später nochmal auf, wenn die Zahlen zum kanadischen Dollar durch sind. Ja. Wie gesagt, ich hatte heute früh schon mal auf die Seite Forex Live verwiesen. Die sind immer relativ schnell mit den Zahlen, dafür, dass es eine kostenlose Seite ist. Wie gesagt, wenn Sie Realtime zahlen müssen, müssten Sie schon Bloomberg oder Reuters abonnieren. Das kostet aber, glaube ich, ein paar hundert Euro im Minimum, wenn es nicht sogar schon vierstellig im Monat ist. Aber wie gesagt, es gibt auch Seiten, die relativ schnell die Daten, ich habe früher selber bei Reuters gearbeitet, da war es günstigste Produkt 450 Euro im Monat und das konnte viel weniger als Guidance heutzutage kann. Ja, also das ist Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt hat. Und ganz schöne Entwicklung übrigens auch beim Kebel in den letzten Minuten oder seit heute Vormittag. Schauen wir uns dann auch nochmal in aller Ausführlichkeit an. Wie gesagt, die andere Seite, die auch relativ schnell mit den Zahlen ist, ist Forex Factory. Da kommen die Zahlen auch relativ schnell. Aber wie gesagt, wie die Zahlen ausgefallen sind, sieht man zuerst in der Chartreaktion, weil bevor wir die Zahlen überhaupt wissen, sind schon ein paar Computeralgorithmen draufgegangen und haben entsprechende Kaufsorders und Verkaufsorders nach Millisekunden ausgeführt. So, eine Minute noch. Die Spannung steigt, doch jetzt geht es vorher noch ein Stück tiefer gleich. Das haben wir ja beim Pfund heute Morgen auch gesehen. Vor den Daten. Ja. Aber die Range von 22 Pips ist halt bislang auch wirklich das noch komplett innerhalb des asiatischen Handels so gut wie. Also, aber es ist schon spannend, dass jetzt im Vorfeld schon wieder Bewegung. Da merkt man, dass ich 10 Pips runter, ja, von den Zahlen, ne? Ja, ich könnte mir hier eine ähnliche Bewegung vorstellen, wie wir heute Morgen gesehen haben beim britischen Pfund, dass im Prinzip der Trend aufwärts gerichtet ist, aber die Daten nochmal genutzt werden sollen, um ein paar Marktteilnehmer aus diesem Trend rauszuschütteln. Und das sind also sehr, ohne die Zahlen gesehen zu haben, die müssen unter 1,8 ausgefallen sein. 1,6 habe ich hier, schauen wir doch gleich mal nach. Also nach der Marktreaktion müssten die Zahlen unter, also schwächer gewesen sein als erwartet. Die Jungs hier schon 1,6. 1,6 gegenüber 1,8 erwartet. Also Marktreaktion zeigt sofort weitere Schwäche im kanadischen Dollar an. Mhm. Und damit dürfte wahrscheinlich heute Nachmittag, sind schon auf bestem Weg dahin, die 1,35 angekratzt werden. Diese Trendbewegung, wenn die einmal losgelaufen ist im kanadischen Dollar, sollte man sich auf keinen Fall dagegen stellen, das kann dann durchaus mal 50, 60 Pips in eine Richtung laufen. Mhm. Also gerade wenn die Zahlen jetzt schwächer sind, könnte ich mir durchaus jetzt vorstellen, also wenn man noch Interesse hat, tendenziell die Longseite zu spielen, sollte man nicht zu lange zögern, weil ich vermute mal, dass mit diesen Zahlen im Rücken wird der USD-CAD heute Nachmittag zumindest mal die 35, 36, 35, 40, 35, 50 attackieren. Also, dann würde ich jetzt sagen, wie gesagt, Zahlen sind eindeutig ausgefallen.
Marktreaktion ist auch eindeutig und die Wahrscheinlichkeit, dass sich jetzt antizyklisch orientierte Trader, die ihre Sell-Limits bei 35 haben, durchsetzen werden, halte ich für sehr gering. Wie siehst du das? Sehe ich ähnlich. Warte mal. Genau. Also interessant ist, dass er jetzt das Vortageshoch im Prinzip angreift, immer ein wichtiges Level. Da achtest du ja gar nicht so drauf. Also du siehst es ja manuell praktisch, aber das kann man ja im Guidance auch. Ich sehe doch aber im Chart, dass das vor. Ja, das sieht man das schon. Das muss mir bei Beruhen, aber ich sehe doch das Vortageshoch. Ja. Genau. Das sehe ich doch, da brauche ich kein extra Tool. Ich sehe, dass hier das Vortageshoch ist. Ja, aber das. Oder gibt es da noch ein anderes? Nee, na doch, da gibt es noch 100 Pips höher. Spaß beiseite. Nein. Nein, natürlich nicht. Aber das Guidance hat ja das Guidance hat ja auch noch das Feature, das im Prinzip selber auch einzuzeichnen, was durchaus zweckmäßig sein kann. Interessant ist eben im Prinzip genau die Zone, wenn jetzt die 1,35. Das kann man doch gleich mal zeigen, da kann ich auch noch was von dir lernen. Wie mache ich denn das denn? Da Guidance, wie stelle ich das vor? Rechts auf die, also genau oben auf die Menüleiste, da wo du dich jetzt schon bewegst, das ist Gold richtig, jetzt muss ich mal schauen. Und dann gehst du auf Tagesgrenzen. Tagesgrenzen, genau, Extras. Warte mal, Vortagesmarker. Du musst auf Extras und dann Vortagesmarker. Das ist es. Extras rechts droben. Nee, nicht da. Oben, wo du neben dem Minutenchart, wo du die Woche einstellst, also links oben in der Dropdown-Menüleiste. Jetzt mit dem Cursor. Ah, ja. Genau, da links und dann da. Vortagesmarker. Da auf Extras. Genau, und da hast du Vortagesmarker. Schwupp, seht ihr? Und da hast du es im Prinzip das High und Low, und das siehst du auch sehr schön, ohne dass du es manuell einzeichnen musst. Das ist nur eine kleine Hilfestellung. Henry, natürlich sieht man das auch manuell im Chart. Da gebe ich dir schon recht, dass man das so sehen sollte und sehen kann. Letztlich, ja, genau. So, da hat man es im Prinzip immer schön zu sehen, ohne dass man was manuell das einzeichnen muss. Und ich denke, wenn er die 1,35 nimmt, das ist auch so eine Round Number, ja, da gucken die Marktteilnehmer schon drauf und auch am Optionsmarkt sind ja runde Hausnummern recht schön. Die FTSE-Vektorlogik sah ja heute einen bullischen Verlauf voraus, also 1,3550 wäre statistisch möglich. Schauen wir mal. Also ich denke mal, der Anfang ist gemacht und es würde mich wundern, wenn er jetzt, wie du schon sagst, eigentlich wieder umdreht, weil die, wenn die einmal eine Richtung einschlagen beim Cut, diese eigentlich auch wirklich bis 17 Uhr Step by Step ausbauen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also um Gottes Willen da nicht gegenstellen. Das ist richtig. Hier drauf springen ist natürlich auch mal eine Frage des Risk- und Money-Managements. Wo setze ich den Stopp? Aber gerade wenn das Vortages hochgenommen werden würde, rechne ich da schon noch 25, 30, 40 Pips drauf, dass der sozusagen nochmal nach oben rennt. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier zum Beispiel auch ein schönes Level, richtig? 1,4. Ich habe ein potenzielles Szenario. Wenn du hier nochmal zurücksetzt an die Tageshoch bislang, die vorher waren, das werden sicherlich einige technisch orientierte Trader versuchen zu nutzen, um in diesen Long Trend jetzt einzusteigen. Die müssen auf das CRV achten. Also das Level 34, 80, 34, 83 kann man sich mal anschauen für Long jetzt am Nachmittag, falls er nochmal dahin läuft. Wie gesagt, ich lasse den Pfeil jetzt mal drin. Wie gesagt, von unserer Seite gibt es hier nur eigentlich einen klaren Pfeil nach oben. Das würde sich daran ändern, wenn er wirklich hier, er darf schon eigentlich nicht mehr unter 34,70, dann stimmt irgendwas schon nicht, aber unter dieses Level sollte er natürlich, also unter 34,60 sollte jetzt nicht mehr drunter fallen, dann wäre irgendwas faul an diesem Long-Szenario beim Dollar-Cut. Ich weiß nicht, einige von euch können sich vielleicht noch erinnern an unser Szenario vom Pfund heute Morgen. Es sollte in unser Wunschlevel fallen und von dort aus steigen. Lassen wir uns mal überraschen, was passiert ist. Im Prinzip, wir hatten hier, das ist der 5-Minuten-Chart. Nach den Zahlen gab es erstmal diese Reaktion, aber favorisiertes Level war nochmal hier unten. Dieses Level, da sollte er nochmal runterfallen, nochmal ein paar Stops ziehen, ein paar Leute rausschütteln. Und eigentlich läuft alles so wie erwartet. Er zieht hier die Stops und wir sehen Käufe, neue Käufer in den Markt kommen. Das heißt, der Baum ist geschüttelt, die faulen Äpfel sind abgefallen, jetzt kommt wieder frisches Blut in den Markt. Und theoretisch ist das ein guter Bereich, um neue Trendbewegung Richtung 1,29 zu starten, so wie wir es heute Vormittag auch schon eingezeichnet hatten.
Lassen wir uns mal überraschen, was da im weiteren Verlauf heute noch passiert, ob das Kebe wieder über die 1,28 klettern kann. Wie gesagt, dieses Dreieck hatten wir heute Vormittag auch schon thematisiert hier im Kebel, im Stundenchart war das, aber hatten auch darauf hingewiesen, dass Dreiecke im Vorfeld von Zahlen oftmals nicht so eine Rolle spielen, weil da wie gesagt noch andere Spielchen gespielt werden. Okay, gehen wir mal wieder zurück zum Pfund, nee, Quatsch, zum kanadischen Dollar. Das hält sich jetzt hier über dem Level. Also wie gesagt, man kann ja auch klar jetzt sein Risiko definieren, wenn man dieses Ausbruchsszenario spielen möchte. Und ich sag mal auch von Elliott-Wellen ist es eigentlich eine klare 1, 2, ist eine Impulswelle, ist eine Korrektur hier und es sollte nochmal eine Welle 5 kommen, die locker Potenzial 35, 50 hat. Ja. Also es ist durchaus eine Trading-Idee, die man heute noch zum Freitagnachmittag sich mal in Ruhe anschauen sollte. Ich habe jetzt schon, wie lange bist du noch da, Chris? Zugegebenermaßen noch gute 10 Minuten, dann würde ich mich terminell, meine lieben Zuschauer, kurz verabschieden und stoße aber nachher in Kürze wieder dazu. Da würde nämlich der Henry dann sozusagen hier den Markt, soweit abgesprochen, covern für euch, individuelle ja, Analysen vielleicht sogar betreiben und euch noch ein paar Skills mitgeben wollen. Das Feld gehört Henry. Es ist ja sowieso eine Art Kooperation im Sinne dessen, dass ich als Moderator mit meinem Teilnehmer, wir hatten ja da wie gesagt auch schon mal 2 Teilnehmer oder mit der ATT Trading Group auch 6 Teilnehmer. Das heißt, hin und wieder bin ich dann eh relativ passiv. Insofern vertraue ich da völlig dem Henry, dass er hier die nächsten Minuten dann gestemmt bekommt und ihr ihm auf jeden Fall schön supportet und auch reichlich Fragen bietet. Denn wie gesagt, Henry kommt aus dem Fachbereich. Forex hat hier für diverse Broker gehandelt, hat auch seinen eigenen Analysestil, eine interessante Vorgehensweise und kann eben auch Meinungen bilden. Und insofern würde ich mich freuen, wenn ihr da auch natürlich einen schönen Angriff nehmt, jetzt im weiteren Nachmittagsverlauf. Ich würde dann circa in 5 Minuten ganz leise sozusagen vom ETA gehen und mich dann nachher nochmal zu Wort melden. In Ordnung. Apropos Skills, da habe ich gleich was ganz Wichtiges, was wirklich, wo ich auch selber lange gebraucht hat, mir dieses Skill, also diese Fähigkeit anzutrainieren, ist Geduld. Wir hatten dieses Szenario vorhin im Kebel vorgestellt. Das heißt, wir sehen in Long Richtung 1,29, aber wir wollen ein vernünftiges Level haben, dass wir ein gutes CRV bekommen. Wie gesagt, das ist das Ziel. Und Assistance, das ist unser Ziel eigentlich, dass er hier dieses Kapitulationshoch nochmal rauszieht. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass er das macht. Die Frage ist, wo geht man in den Markt rein? Wie gesagt, ideales Analyseszenario. Wir wollen neue Lows im Sinne einer A, B, C-Korrektur und dann die neue Bewegung. Wenn Sie diese Bewegung sehen und wissen, nicht wissen, man weiß es ja nicht, aber wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal hier oben rangeht. Die große Kunst, und das ist auch wirklich, wirklich eine Fähigkeit, die man sich aneignen muss als Trader, ist es geduldig auf diesen Einstieg hier zu warten. Ja, es ist schwierig, wenn ich den Long sehe, dann gehe ich vielleicht hier schon Long oder ich sage, jetzt geht's los, jetzt steige ich hier bei 1,2830 ein, vielleicht heute Morgen schon vor den Zahlen, weil ich denn einfach ein Dreieck sehe oder Long. Es ist in Ordnung, man hat am Ende 70 Pips, aber mein Risiko ist verdammt groß, weil, wie gesagt, er war jetzt teilweise hier nochmal bei dem Rausschüttler unter 27,60. Das heißt, ich bin erstmal lockere 70 Pips hinten gewesen mit der Position. Das heißt, die große Kunst ist es dann halt auch wirklich, auf diese guten CRV-Entries und den Einstieg hier unten zu warten. Ne? Weil natürlich das Gewinnpotenzial, wenn er jetzt tatsächlich ausgehend von diesem Level hier hochsteigt, habe ich halt schöne 130 Pips und nicht nur 70 Pips. Und wie gesagt, da ist ein ganz wichtiger Punkt, den man als Trader sich aneignen muss, soll, ob es jetzt im 5-Minuten-Chart oder im Stunden-Chart handeln ist, geduldig auf gute Entries warten, wo sie ein gutes CRV definieren können, wo sie den Trade gut geplant haben und teilweise nicht emotional einsteigen, nicht vorschnell einsteigen. Wie gesagt, das ist jetzt eine Trading-Idee, die, sag ich mal, im Stunden-Chart umgesetzt werden kann. Das ist dann aber die Schwierigkeit, geduldig auf dieses Level zu warten und gegebenenfalls auch bereit zu sein, den Trade nicht zu machen, wenn der nicht eine
Level läuft, in dem wir kaufen sollen. Was ich in dem Zusammenhang auch allen Tradern und angehenden Tradern empfehlen möchte, ist, Trading-Einstiege zu planen. Das heißt, schauen Sie sich den Chart an, Ihr Setup, planen Sie genau, was wäre, wenn, und setzen Sie das dann dementsprechend um. Gehören Sie also nicht zu dieser Gilde von Tradern, die reagiert statt agiert, die auf Bewegungen, die schon teilweise laufen, einfach draufspringen, sondern planen Sie lieber Ihre Trades. Das macht Sie erstmal professioneller und erhöht auch Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit an den Märkten. Ja. Weil, wie gesagt, wenn ich heute früh ungeduldig gewesen bin, nur weil ich bullisch war auf das Pfund, wäre ich vielleicht ausgestoppt worden, weil irgendwo muss ich ja mein Risiko definieren. Ja. Wohingegen, wenn ich jetzt diesen antizyklischen Einstieg habe, habe ich halt meine 30, 40 Pips Stop und habe aber meine, sag ich mal, 130, 140 Pips Gewinnpotenzial. Das ist dann ein schönes CRV, wohingegen, wenn ich bei 28, 30 von Long gehe, dann müsste ich ja irgendwie 100 Pips Stop irgendwo hier haben, um vielleicht 70 Pips zu kriegen. Das sind keine guten Trades, obwohl sie manchmal auch klappen, natürlich. So, und dann gehe ich jetzt mal wieder raus. Wir schauen mal ganz kurz, was das USD Cut gemacht hat. Er bringt jetzt hier diesen Rücklauf, den wir gerade eingezeichnet hatten, auf dieses Level. Gehen wir nochmal auf 5 Minuten. Chris, aber du sagst schon Tschüss, bevor du gehst, oder? Damit ich weiß, dass du da bist. So, er ist jetzt tatsächlich hier nochmal an dieses Level rangelaufen und wir sehen jetzt hier quasi diese Aufwärtsreaktion. Das heißt, wer wie avisiert Geduld hatte, hat jetzt hier eine Trading-Chance mit einem attraktiven CRV. Das heißt, der erste Warnsignal, wo man schon erste Stops platzieren konnte für Long-Positionen, wäre schon im Bereich hier so 1,3470, wo man sagen könnte, da stimmt irgendwas nicht, wenn er jetzt über 1,35 gehen soll, dann sollte er idealerweise jetzt hier nicht mehr drunter gehen. Ja? Aber auch, was ich gerade gesagt habe, geduldig auf Einstieg warten, nicht hier oben irgendwo kaufen über der 90, weil man denkt, es geht hoch, sondern einfach tatsächlich nochmal den Rücksetzer abwarten. Ist schwierig, die Geduld zu haben, die Geduld zu entwickeln, aber es lohnt sich im langfristigen Zeitfenster, weil man kann hier viel mit viel kleineren Stops agieren dann. Ja? Also wie gesagt, Cut, wo er überhaupt nicht drunter darf, wäre hier die 1,3460. Wir werden das mal im Laufe des Nachmittags beobachten. Ich werde jetzt mal anfangen, hier ein paar Fragen abzuarbeiten von Ihnen. Wie gesagt, rechts einfach, wenn Sie Fragen haben. Was Sie auch gerne machen können, ist, dass ich Wunschanalysen mache zu Währungspaaren, an denen Sie interessiert sind. Oder den DAX können wir uns gerne auch nochmal anschauen. Oder Einzelaktien können wir uns durchaus, ich glaube, da haben wir genug Zeit, heute Nachmittag auch nochmal anschauen. Ansonsten werde ich jetzt hier erstmal einen Schluck trinken und dann mich hier in Fragen widmen. Also hier steht, bis zu welcher Zeitebene, ich fange mal von unten an, beobachtest du Kerzenformationen, Hammer, etc., auch schon bei M5 vom Andreas die Frage. Da muss ich sagen, also wie gesagt, zum Einstieg beobachte ich die höheren Zeitebenen im 30-Minuten-Chart, im Stunden-Chart, im 4-Stunden-Chart, schaue dort nach Setups. Zum Timing verwende ich durchaus schon den 5-Minuten-Chart, wie ich das jetzt euch eben hier vorgestellt habe. Das heißt, Sie haben jetzt die Zahlen analysiert, die Zahlen sind rausgekommen, die sprechen einfach für USD-Cut hoch und ich schaue mir den 5-Minuten-Chart an und schaue, was ist ein attraktives Level für mich und dann sehe ich halt der Bereich 34, 80, 83, das sieht gut aus, da kann man das mal probieren. Wie gesagt, wir sind nicht vor den Zahlen reingegangen, wir haben also nicht spekuliert, sondern wir haben die Zahlen abgewartet und schauen jetzt, wie es läuft. Ja, wie gesagt, ich male nochmal den Pfeil ein. Favorisiertes Szenario war so eine Bewegung hier hoch. Und da schauen wir mal, ob sich das dann im Lauf der nächsten Minuten, halben Stunde, Stunde so ergibt. Stopp, wie gesagt, Reißleine müsste man spätestens hier, allerspätestens dann hier unter 34,60 machen. Dann stimmt was an dem Szenario nicht und dann muss man als Trader reagieren, den Verlust realisieren und deswegen ist es auch eine ganz große Tugend als Trader, die Sie entwickeln müssen, sich Fehler einzugestehen. Im Vergleich zum Beispiel zu Piloten und Ärzten machen Fehler, Trader Fehler.
Deswegen, es gibt kein Ego als Trader. Wenn Sie ein großes Ego haben, sagen, ja, ich habe jetzt den so schön analysiert, der muss ja jetzt steigen oder irgendwas. Nein, wir wissen es nicht. Es gibt nur Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir handeln. Ein Trader weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich denke, es passiert das und das, aber ich weiß es natürlich nicht. Wenn ich es ehrlich gesagt wüsste, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen, sondern würde wahrscheinlich auf meiner Yacht irgendwo auf den Bahamas schaukeln. Aber wie gesagt, man arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Wir wissen es nicht. Ja? Deswegen ist man muss immer sein Risiko definieren und sich Fehler auch einzugestehen. Das macht nichts. Der nächste Trade kommt bestimmt, das nächste Setup klappt. Es ist keine 100% Geschichte. Deswegen ist es wichtig, dass Sie als Trader kein Ego besitzen, sondern einfach sagen, okay, Verluste gehören dazu, Verluste klein halten, das ist im Prinzip der Hauptjob des Traders und Gewinne möglichst laufen zu lassen. Wenn Sie das geschafft haben, dann haben Sie schon die halbe Sache, die halbe Miete im, wie nennen wir es, das Heu im Stall. Ne? Was aber die Standardvariante bei den Tradern ist, gerade auch im Privatbereich, dass wenn eine Position in Verlust läuft und nicht so läuft wie gewünscht, dann wird einfach das Prinzip Hoffnung gefahren. Man behält die Position. Schauen Sie mal in manche Depots, da finden sich immer noch die Telekom-Aktie, die manche Aktionäre 2000 zugeteilt bekommen haben. Die war seitdem, glaube ich, nie im Plus. Und diese Leute halten seit 16, 17 Jahren diese Aktie mit Riesenverlust im Depot, weil sie einfach nicht im Verlust trennen können. Also das, wenn Sie sowas als Trader machen, wird Ihre Karriere als Trader nicht besonders lang sein. Ihr Konto wird früher oder später platt sein. Von daher Fehler einzugestehen, Verluste realisieren, noch wenn sie klein sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, deswegen ist es auch wirklich so wichtig, auf gute Setup zu warten, wo Sie ein geringes Risiko definieren können. Ne? Also die Frage vom Andreas haben wir beantwortet. Ich beobachte schon teilweise auch den 5-Minuten-Chart. Ich muss sagen, 1-Minuten-Chart, nein, mache ich nicht. Also ich denke, bis 5 Minuten mache ich das. Hier kommt noch die Frage zum Euro-Yen bitte vom Peter. Schauen wir uns mal den Euro-Yen an. So, Euro-Yen, ich fange mal im Tageschart an. Es wäre immer noch ganz gut, wenn Sie Währungspaare analysiert haben möchten, noch die Zeitebene dazu zu schreiben. Also ob es Tageschart, Wochenchart, Stundenchart oder im Intraday-Bereich. Das ist für mich dann immer ganz hilfreich zu wissen, aha, okay, das ist ein Swing-Trader oder ein Intraday-Trader. Ja. Wir sehen im Prinzip im Orient im Tageschart, also ich analysiere jetzt einfach mal den Tageschart. Peter, ich hoffe, das ist okay. Wir haben hier einfach einen Abwärtstrend, der aktuell von DAX machen wir gleich. Ein Abwärtstrend im Euro-Yen. Da gibt es jetzt hier aktuell eine kurzfristige Gegenreaktion, aber im Prinzip der Trend ist immer noch short. Das ist nichts weiter als einfach eine technische Erholung aktuell. Der hat hier also ein massives Widerstandslevel im Bereich 118. Da kommt er erstmal nicht drüber. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da heute noch was passiert diesbezüglich. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir hier beim Euro-Yen im Tageschart so ein A, B, und dass er hier weiter gen Süden marschiert. Intraday wäre auch interessant. Schauen wir. Also wie gesagt, das würde ich jetzt sagen, der Supertrend ist noch klar short im Orient. Das heißt, der Trend trotz dieser 1, 2, 3, 4 Tage Erholung ist übergeordnet immer noch ganz klar short. Das heißt, er hat auch hier dieses Widerstandslevel, dieses Zwischenhoch. Also solange er nicht signifikant, sage ich mal, über 18,50 steigt, würde ich den weiter ganz klar short sehen. Auf Tagesbasis schauen wir uns den mal Intraday an. Im 30-Minuten-Chart haben wir hier, hier haben wir natürlich den Aufwärtstrend, der jetzt schon wieder ein bisschen durch ist. Ist auch eine Kunst, immer ein bisschen die Trendlinie zu zeichnen. Man muss gucken, was wird im Markt gespielt. Diesen Spike können Sie also hier dementsprechend weglassen. Warum? Weil er genau diesen Pullback hier an dieser Linie endet. Verbindung vom Low zu diesem Level hier. Das heißt, im Prinzip ist ein bärischer Pullback, Trendlinie gebrochen, kann aber auch nur noch eine ABC sein und der bringt hier noch was nach oben. Ist aktuell sehr tricky, also im 30-Minuten-Chart wüsste ich jetzt nicht, würde wahrscheinlich sogar nochmal hier so eine Bewegung erwarten Richtung
17, 18, die korrespondiert mit dem Tageschart, was wir gerade gesehen haben, und dann nochmal runter. Also wie gesagt, wenn man Intraday 30 Minuten Chart agiert, wir können uns hier auch mal den Supertrend mit reinnehmen. Hat er gerade auf Short gedreht, das heißt, der Trend ist erstmal durch, der hat doch eine Weile gehalten vom Ostermontag im Prinzip bis heute. Und jetzt hat er wieder ein bisschen Abwärtsdruck, das heißt in Erholung vielleicht, nehmen wir den blauen Pfeil weg, tendenziell auch wieder shorten. Ja. Also ich orientiere mich dann immer ein bisschen an den Trendbewegung im 15-Minuten-Chart. Das haben wir hier. Das ist jetzt der Orion im 15-Minuten-Chart. Man sieht halt schon, dass er hier wichtige Unterstützung hatte. 1, 2, 3, hier drunter gefallen ist jetzt. Und das heißt, es wird viele Trader geben, die versuchen, diesen Pullback an dieses Widerstandslevel zu shorten und dann von hier aus Richtung 1,17 können wir also nochmal hier nochmal ein bisschen Verkaufsinteresse erwarten. Der Günther fragt gerade im Cable, haben wir hier eine Umkehrkerze im M30? Schauen wir uns an. Wie gesagt, die Kerze ist ja, ich bin immer vorsichtig, 8 Minuten vom Kerzenabschluss schon Kerzen zu evaluieren, aber wir können ja schon mal einen Blick werfen. Ja, die ist auf jeden Fall klar und die ist auch schon vor 20 Minuten beendet. Das ist natürlich ein schöner Hammer, eine schöne Hammerkerze. Im Prinzip genau nach diesem Level, was wir nochmal sehen wollten, heute Vormittag unter diesem Bereich, hat er die Stops gezogen und hat hier reversed, ist ein Statement von den Bullen, die sagen, jetzt übernehmen wir wieder, jetzt hattet ihr ein bisschen Spaß hier die letzten Tage mit der Korrektur, aber diese Reaktion M30, sehr, sehr gut gesehen vom Günther, ist natürlich eine Hammerkerze, die durchaus einen neuen Trend einleiten kann. Das heißt, wer jetzt hier eventuell long positioniert ist im Cable hier in diesem Rücksetzer, der hat auf jeden Fall erstmal ein attraktives Level, wo man jetzt auch natürlich dieses Level, wenn er da nicht mehr drunter fällt, kann man das sogar als Stop-Level schon definieren. Ja. Wenn man sagt, er hat jetzt hier Reverse mit der Hammerkerze, sollte er jetzt idealerweise nicht mehr hier unter dieses Nachmittagstief im Bereich 27,55 fallen. Wenn er das tun sollte, nochmal hier drunter unterfallen, da müsste man dieses ganze Long-Szenario von hier nochmal überdenken. Dann könnte es dann Richtung Wochenende, Montag nochmal eine ausgedehntere Korrektur Richtung den unteren 27er-Bereich geben. Wenn er heute Nachmittag hingegen Stärke zeigt, sich über 27,70 hält und dann hier nochmal Dynamik aufbaut, wäre das natürlich gut für die Bullen, die dann zu Wochenbeginn die avisierte 1,29 eventuell in Angriff nehmen dürften. Hammerkerze, genau. Ich habe jetzt hier vom Richard nochmal die Anfrage, dass wir den DAX kurz- bis mittelfristig, also wie gesagt, Cable ist sicherlich ein attraktiveres Level jetzt hier, weil der Franz fragt gerade, ob man jetzt hier in das Cable einsteigen sollte. Es ist mit Sicherheit, er hat genau die Bewegung gebracht, die wir heute Vormittag erwartet hatten. Nochmal die Stops hier gezogen darunter und können die jetzt auf dem Weg Richtung 1,29 sein. Ne? Das heißt, Franz, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, ob Sie den Trade so machen, das ist Ihnen überlassen. Ich gebe hier jetzt keine Handelsempfehlung, ich sage nur, was ich vermute. Das ist alles Wahrscheinlichkeit. Ne? Gut, wir wollten jetzt mal, der Richard fragt, dass wir uns mal den DAX anschauen. Das können wir gerne machen. Den DAX habe ich hier in der Liste. Der Vorteil an diesem Set, was ich hier erstellt habe, ist, dass man mit einem Klick sofort mehrere Zeitebenen eines Instruments bekommt. Das heißt, ich bekomme sofort auf einen Blick den großen Überblick über Tageschart, 4-Stunden-Chart, 30-Minuten-Chart und 15-Minuten-Chart. Und wer heute früh schon dabei war von Ihnen, hatte ich auch ganz kurz mal den DAX angesprochen und er sollte eigentlich nochmal steigen und diese Rallye von den Amerikanern nachvollziehen. Das ist jetzt in den letzten Handelsstunden über den Mittag passiert, nach einer eher schwächeren Eröffnung. Hat er genau die Bewegung gebracht, die ich Ihnen heute früh auch gezeigt habe, die im S&P vonstatten gegangen war.
hat der jetzt hier gebracht, der DAX. So, wir schauen uns den jetzt aber mal mittelfristig an, genau, und sehen natürlich, hier ist der Aufwärtstrend noch intakt, der Supertrend zeigt einen Longtrend an, haben jetzt hier eine relativ ausgedehnte Korrektur vom zeitlichen, und theoretisch, wenn er jetzt, man mag es kaum glauben, kann er tatsächlich nochmal Richtung heiß laufen, wenn jetzt die Unterstützung, sage ich mal, im Bereich 11.950 halten sollte, das ist quasi das gestrige Tagestief, stehen eigentlich die Chancen aus rein charttechnischer Sicht nicht schlecht, dass wir jetzt hier nochmal drüber gehen. Ja. Wenn er jetzt diesen Abwärtstrend überwindet, könnte ich mir durchaus nochmal vorstellen, dass wir jetzt im Frühjahr, Frühsommer nochmal tatsächlich nochmal neue Highs sehen werden. Es hängt ein bisschen natürlich davon ab, das ist gerade das Risiko-Event Nummer 1 an den Märkten, das ist die Wahl in Frankreich. Das ist so eine unsichere Sache, deswegen, man sieht es auch recht deutlich in den vergangenen Tagen, die Marktteilnehmer halten sich extrem zurück, was neue Positionen anbelangt auf der Long-Seite, weil die einfach, ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, die Hosen voll haben, dass in Frankreich die Rechte, zum Beispiel Marine Le Pen oder der linke Kandidat gewinnt. Ja, man, normalerweise würde man sagen, es passiert nicht, aber ganz ehrlich, ich habe auch gesagt, Trump wird nicht gewählt und ich habe auch den Brexit nicht erwartet. Also der Wähler ist die große Unsicherheit und der wird auch respektvoll behandelt von den Marktteilnehmern. Wenn tatsächlich die Rechten sich durchsetzen in Frankreich, müsste man schauen am Montag, wie der Markt da reagiert drauf, weil die natürlich sehr europafeindlich sind, auch was den Euro anbelangt etc. und den Euro ohne die Franzosen ist eigentlich schwer vorstellbar. Von daher, das ist der Grund, warum es jetzt die letzten Tage, sag mal, wirklich relativ mau aussah. Also das ist wenig Dynamik, die wir hier nach oben sehen. Also auch das, was der DAX jetzt erquält, sich jetzt hier so richtig über die 12,50 die letzten Stunden. Gut, jetzt Wochenende, dann will auch keiner sich mehr aus dem Markt lehnen. Die Amerikaner öffnen in einer halben Stunde, aber es ist schon nicht mehr so. Noch, man sieht schon, dass sehr viel Respekt besteht vor der Frankreich-Wahl. Ja. Also hier traut sich keiner momentan, sich aus dem Fenster zu lehnen. Aber wie gesagt, falls sich die moderaten Kandidaten durchsetzen sollten in Frankreich, wovon man ehrlich gesagt erst nochmal denkt, na Mensch, worauf man hoffen sollte, sag jetzt mal, ich möchte jetzt keine Politik machen hier, dann könnte es durchaus sein, dass wir nochmal in der kommenden Woche hier eine sogenannte Erleichterungsrallye bekommen und dann wären dann auch ganz schnell diese Hochs, die wir hier hatten Anfang April, bei 12.400 wieder auf der Tagesordnung stehen. Aber wie gesagt, man hat hier die Trendlinie, man hat den Respekt, man hat die unsichere Lage in Frankreich, wo vor dem Wochenende wird, kann ich mir schwer vorstellen, dass sich hier noch was tut mit dieser Trendlinie. Im Gegenteil, ich denke, jetzt zum Wochenende wird man sich hier im Bereich 12,50, 12,80, maximal 12,1 auspendeln und sage ich die Füße dann hochlegen vor dem Wochenende und schauen, was die Franzosen da machen. Wie gesagt, Alternativszenario ist, falls tatsächlich die Rechten gewinnen, dann dürfte auch dieses gestrige oder vorgestrige Tief hier bei 11,59 nicht halten. Da dürfte dann ganz schnell, denke ich, am Montag eine kleine Panikreaktion mit Gap drunter Richtung 11,8 wäre das Alternativszenario. Das heißt, man hat ein relativ großes Gap-Risiko tatsächlich am Montag. Ja, das wissen natürlich auch die Profis und deswegen halten die sich jetzt hier zurück, weil es halt doch eine wichtige Rolle spielt. Ja. Der Franz fragt gerade, Franz Bodinger, muss man diese Währungspaare nicht wegen der Wahlen heute Abend am Abend alles glattstellen? Ja, sollte man. Wir hatten das Wochenendrisiko schon angesprochen vorhin. Ich selber habe früher auch viel schlechte Erfahrungen gemacht mit Positionen übers Wochenende, wo dann plötzlich, das war damals relativ unerwartet, am Samstag die Nachricht mit Zypern kam, mit den Banken ran und am Sonntagabend war die Hölle los. Also wie gesagt, gerade in Frankreich-Wahl,
Euro-related Pairs übers Wochenende zu halten, ist sicherlich sehr hohes Risiko. Deswegen haben auch die Broker diese Margin-Anforderungen für diese Währungspaare schon angezogen, jetzt im Vorfeld der französischen Wahlen. Also gute Frage von Franz. Wie gesagt, empfiehlt sich schon, da sein Risiko im Auge zu behalten. Gilt übrigens auch für den DAX, ja. Also natürlich, wenn der falsche Kandidat gewinnt, haben Sie hier einfach mal 200 Punkte Risiko am Montagmorgen. Und ja, wie gesagt, nach oben sind die Ausschläge meist nicht so groß, aber nach unten geht's. Ich würde nochmal in der Zwischenzeit ganz kurz, da wir das vorhin hatten, auf den USD-Cut zurückkommen und schauen wir uns mal an, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben. In der Zwischenzeit kann ich auch sagen, Sie dürfen gerne weitere Fragen stellen, beantworte ich sehr gerne, bevor ich dann nochmal ein paar Dinge ansprechen möchte zum Handel. Wir waren im 5-Minuten-Chart unterwegs vorhin, hätte dann noch clevererweise abspeichern können, habe ich nicht getan. Und sehen jetzt diese Unterstützung hier eingezeichnet nach den Zahlen und haben gesagt, wo wäre ein gutes Level zum Einstieg in den erwarteten Longtrend. Und das war halt hier, sehen auch schön im 5-Minuten-Chart die unteren Kerzen. Dochte, das heißt, wir waren nicht die Einzigen dieser Idee, hier long zu gehen. Und wer hier long gegangen ist in den Rücksetzer, der ist schon 10 Pips vorne, kann jetzt zum Beispiel schon seinen Stop hier nachziehen und sein Risiko weiter minimieren. Mit der Spekulation, dass wir heute Nachmittag nochmal über die 1,35 schnipsen. Ich habe den Trade jetzt selber nicht gemacht, weil für mich ist es auch Neuland, so ein Webinar, und es ist mir Stress genug, dieses Webinar durchzuführen, wenn ich nebenher noch Realpositionen handle. Wäre ein bisschen too much. Ich versuche lieber, Ihnen das so rüberzubringen, wo ich Trading-Setups sehe im kurzfristigen Zeitfenster. Ich habe jetzt keine Position im USD-Cut, aber wenn ich jetzt kein Webinar machen würde, hätte ich wahrscheinlich diesen Rücksetzer jetzt hier gekauft. Potenzial, wie gesagt, ein paar Dutzend Pips nach oben. Adäquates Kebel. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Beim DAX. Ich habe jetzt hier, sind USD-Cut-Bare auch vom Euroraum abhängig? Nein. Also wo Sie mit Sicherheit keine Kurslücke bekommen über das Wochenende, ist USD-Cut. Also da besteht wegen dem Euro, wegen der Frankreich-Wahl kein Gap-Risiko am Montag. Also zwischen den USA und Kanada wird sich am Wochenende wenig ändern. Also das ist unwahrscheinlich, dass Trump jetzt Kanada angreift oder sonst was oder die Kanadier jetzt irgendwelche negativen Sachen sich ausdenken gegenüber. Also da wird nichts passieren, das hat doch nichts mit der Frankreich-Wahl zu tun. Überall, wo ein EUR dran steht, diese Währungspaare dürften betroffen sein. Das heißt, Sie haben hier zum Beispiel Euro-Yen, Riesenrisiko. Sie haben Euro-GBP, Risiko. Das sind so die Währungspaare Euro-Dollar. Das sind die Währungspaare, wo Sie aufpassen müssen, wenn Sie da Positionen übers Wochenende halten. Das könnte halt durchaus mit einem Gap enden. Ich kann Ihnen das ja mal ganz kurz ein Beispiel zeigen, wie das dann aussieht. Schauen wir mal ganz kurz. Ich möchte Ihnen einfach nur mal zeigen, wovon ich spreche. Das gehen wir mal 4 Jahre zurück ins Jahr 2013. Oh, da müssen wir weit zurückgehen. 15, haben wir es gleich geschafft. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich selber das Wochenende positioniert war. Ah, hier haben wir es. So, schön. Das war im März 2013. Um den 16. herum. Ja. Ja, die Daten sind nicht korrekt hier. Normalerweise gab es hier einen 160-Pip-Gap irgendwo in einem Chart. Der wurde dann zwar wieder aufgeholt, aber es gab halt eine Reaktion, wo man einfach übers Wochenende mit 160 Pips Verlust da plötzlich stand. Ja. Also das Risiko ist gegeben, gerade bei den Frankreich-Wahlen. Alternativ natürlich, wenn sich der moderate Kandidat durchsetzt. Ich hatte das auch in der Analyse gestern auf dem Gottmund-Trader so geschildert. Könnten wir ja durchaus in den kommenden Tagen nochmal die Hochs hier im Bereich 1,09 attackieren. Ich muss ganz kurz was trinken, meine Stimme versagt sonst gleich.
Hier kommt noch eine Frage zum Nasdaq und zum Dow Jones vom Ottmar und vom Mike. Schauen wir uns gerne mal an. Ich füge den mal hier in meine Liste hinzu, den Nasdaq 100. Das ist jetzt der Nasdaq 100 und den hat sich der Ottmar gewünscht und das ist ein Wahnsinnschart. Also man muss schon sagen, seitdem der Trump gewählt wurde, kennt der Nasdaq 100 nur eine Richtung, die ist aufwärts. Ja. Also das, Sie sehen einfach wieder den Supertrend-Indikator, ist einfach long die ganze Zeit. Ja. Der lässt sich auch durch diese kurzfristigen Rücksetzer nicht abschütteln. Der Trend ist einfach weiter ganz klar long. Am Allzeithoch, da waren wir jetzt hier Anfang April. Da fehlt nur nicht mehr so viel. Ja. Wie viele Punkte sind das jetzt noch? 5.480, 30 Punkte, das ist also nichts. Das ist nicht mal ein dreiviertel Prozent vielleicht. Ja. Sehr stark der Index, absolut stark, aber umso größer ist für mich in meinen Augen das langfristige Rückschlagspotenzial. Wir haben ja seit 2008, seit der Beginn der Nullzinspolitik in den USA, seitdem Ben Bernanke die Zinsen einfach mal wegrationalisiert hat, die amerikanische Finanzwirtschaft vom Kollaps zu bewahren nach der Lehman-Krise. Und die Zinsen sind jetzt immer noch also nicht unverändert, es gab jetzt zwei, drei kleine Zinsschritte, aber immer noch unter 1%, ja, also immer noch unverhältnismäßig niedrig und wir haben ja die letzten 7, 8 Jahre eine Mega-Hosse in den Tech-Werten bekommen, wo man davon ausgehen muss, falls es mal größere Probleme gibt, beziehungsweise die Zinsen sich einfach wieder normalisieren. Ich meine, der Index hat sich von den Lows verfünffacht. Das müssen Sie mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder ist halt dann auch mal durchaus, sage ich mal, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt hier irgendwie von einem neuen Allzeithoch aus im Sommer und dann von einem kleinen Crash im Herbst, dann sind wir halt mal ganz schnell im Herbst mal wieder im Bereich 4.000 Punkte. Ja? Und dann kann man sich dann angucken, ob er noch eine neue Welle bringt oder ob der jetzt ganz korrigiert. Was ich damit sagen will, das sind für mich langfristig keine Kauflevels. Was Sie im Hinterkopf behalten müssen, die Daten haben es gezeigt, die Insider der Unternehmen verkaufen tendenziell ihre Aktien. Sie wissen also, was ihre Aktien wert sind und die nutzen das aktuelle Umfeld nicht, um ihre eigenen Aktien zu kaufen, sondern um sie zu verkaufen. Das heißt, das sollte Ihnen schon mal zu denken geben. Ich würde also nicht hier meine Ersparnis jetzt auf diesen aktuellen Kursen in den Nasdaq 100 investieren. Wie gesagt, das ist jetzt der ganz langfristige Chart. Ottmar, ich hoffe, das hilft. Ansonsten, wie gesagt, wie schon gesagt, Zeitebene dazu schreiben, so wie es der Mike Warage gemacht hat. Der möchte gerne den Dow. Ja, erst, genau. Also wie gesagt, langfristig, es kann durchaus, ich bin wie gesagt Fan der Chartanalyse und es spricht jetzt erstmal im Tageschart jetzt nicht viel dagegen, dass der nochmal neue Allzeithochs markiert. Ja. Also ich kann jetzt, ich würde den jetzt hier nicht shorten. Ja, es ist kein Short-Setup, verstehen Sie mich nicht falsch. Ja, Sie sollen jetzt hier auch nicht den Nasdaq 100 shorten. Kann durchaus nochmal 50 oder 100 Punkte steigen. Wann diese, ich nenne es jetzt einfach mal Blase platzt, das weiß ich nicht. Das ist vom Timing her schwierig. Auch schwierig zu handeln. Ich hatte mal 2002, damals war ich Praktikant bei der, damals hieß es noch Hamburgischen Landesbank in Hamburg, habe damals 2002 so eine Studie geschrieben zur Immobilienblase in den USA und habe im Prinzip damals prognostiziert, dass da eine Blase entstehen wird, die platzen wird. Aber wie gesagt, das war unnützes Wissen, wenn Sie an der Börse agieren, weil es hat mir im Prinzip nur geschadet, dieses Wissen, dass da eine Blase gibt, dass die platzen wird, dass ich das 2002 schon wusste, weil ich war die ganze Zeit von 2002 bis 2005, 2006 negativ eingestellt gegenüber Aktien, weil ich skeptisch war. Ich habe einfach nicht partizipiert an dieser Rallye. Und wann ist diese Blase geplatzt? 2007, 2008. Das heißt, 5, 6 Jahre später, nachdem das eigentlich, ich war damals Student, das war kein Hexenwerk, was ich gemacht habe. Das war normal abzusehen, was da passiert. Aber wenn Sie Geld an den Märkten verdienen möchten, ist es halt Wurst, was die Ökonomen oder Studenten oder Wirtschaftswissenschaftler sagen. Wir müssen halt gucken, was der Markt möchte. Und wenn der Markt steigen möchte, dann
bringt ihnen es nichts, wenn sie bärisch sind. Also wie gesagt, Tops zu spielen, Tops zu verkaufen, auf Crash zu spekulieren, ist schwierig. Deswegen habe ich für mich persönlich entschieden, ich bin im Intraday-Forex-Bereich primär und aktiv, handle auch mal den DAX oder mal den S&P 500. Aber so jetzt hier den Nasdaq versuchen, das Top zu erwischen und da zu shorten, ist auch nicht so einfach. Und wie gesagt, vielleicht für den Ottmar den Hinweis, er sieht auch den Nasdaq überhitzt. Man soll ja immer Stärke kaufen und Schwäche verkaufen. Das heißt, wenn Sie in US-Index shorten möchten, schauen Sie sich vielleicht andere Werte an, zum Beispiel den Russell 2000, der, haben wir den hier drin? Oder nehmen Sie einfach den S&P 500, da sind 500 Werte drin. Der sieht nicht so bullisch aus wie der Nasdaq. Ja, der sieht auch nicht bärisch aus, aber der ist jetzt nicht so stark. Sie sehen das schon auf den ersten Blick, der ist jetzt nicht so stark wie der seit November. Sie ist nicht so eine beeindruckende Rallye. Das heißt, ich würde jetzt, wenn ich jetzt überlegen würde, wenn mich jemand zwingen würde, ich müsste jetzt US-Indizes shorten, würde ich nicht unbedingt den Nasdaq nehmen. Ich würde vielleicht den Dow, den wir uns gleich noch anschauen, im Stundenchart, Mike, ich würde vielleicht dann doch lieber den S&P 500 nehmen, weil er einfach gar nicht so stark ist wie der Nasdaq 100. Und wie gesagt, man soll ja Stärke kaufen und Schwäche verkaufen. Ich würde mir dann einen Index aussuchen, der relative Schwäche aufweist. Wie finden Sie das in Guidance raus, welcher Index schwach oder welcher Index stark ist? Können Sie zum Beispiel jetzt hier mal, das wollte ich nicht machen, Entschuldigung, Market gehen und oder gehen wir es hier einen Short. Sie können ja die Indizes übereinander legen. Wie gesagt, mit der Webinar-Software, es geht hier alles etwas langsamer als sonst. Wenn Sie Guidance-Nutzer sind, werden Sie wissen, dass Sie normalerweise nicht so lange brauchen, wie ich jetzt hier. Deswegen, aber wir sind ja nicht gestresst. Wir haben ja dieses Short-View-Widget und nehmen uns das jetzt mal mit rein und können hier zum Beispiel jetzt einfach mal sagen, ich möchte den S&P 500 jetzt mal mit dem Nasdaq 100 vergleichen, ja, um herauszufinden, welcher Index ist jetzt relativ stark oder welcher Index ist jetzt relativ schwach. Wir können also einfach, wenn Sie jetzt diese Shortview haben, einfach hier mit rein, Inhalt hinzufügen und haben im Prinzip jetzt die zwei Charts übereinander. Ich nehme mal diese gleitenden Durchschnitte raus, die tun uns jetzt nur stören, aber Sie sehen im Prinzip, der Nasdaq 100 hat in den letzten Wochen deutlich outperformed, der S&P 500 ist deutlich schwächer in den letzten Wochen schon als der Nasdaq 100, der wirklich kurz vorm Allzeithoch steht, während der S&P 500, was jetzt diese Kerzen sind, der S&P deutlich vorm Allzeithoch in, wie heißt denn die Guidance-Funktion, Charts mit vier Zeitebenen. Hier kommt gerade die Frage, das ist jetzt eher eine funktionelle Frage, kann ich Ihnen gerne zeigen. Andreas, das ist ein Desktop, den ich mir gebaut habe. Ich kann euch den gerne frei zugänglich machen oder teilen. Das können wir nachher im Stream nochmal machen. Was im Prinzip, ich habe ja eine Kursliste angelegt, eine Watchlist angelegt, die ich Werte reingezogen habe. Die habe ich jetzt verknüpft mit diesen vier Charts-Widgets. Das heißt, Sie sehen das, Sie können das hier unten verknüpfen und sehen, die sind alle mit der blauen Farbe verknüpft. Diese vier Chart-Widgets, die habe ich alle mit unterschiedlichen Settings abgespeichert. Sie machen das hier über Ladeoptionen und können hier, ich habe also Auto-Chart deaktiviert, habe hier meine 4-Stunden-Chart mit ETR drin, habe aber auch verschiedene andere Vorlagen, 15 Weekly, 5 Jahre und speichern das so ab. Hier unten habe ich dann wiederum eine andere Vorlage, die im 15-Minuten-Chart ist. Und wenn ich hier jetzt klicke, dadurch, dass diese alle verlinkt sind, die vier Fenster, wenn ich jetzt hier auf WTI Öl klicke oder wir gehen einfach nochmal hoch zum USD-Cut und schauen, was der macht, dann bekomme ich das hier, dadurch, dass sie verlinkt sind, die Daten, 4 Stunden Tageschart, 15-Minuten-Chart, 30-Minuten-Chart. Das heißt, es gibt jetzt keine Funktion. Sie müssen sich diesen Desktop einfach erstellen, neuen Desktop erstellen, Kursliste, 4 Chart-Widgets rein und dann die Ihre Einstellung, wie Sie die 4 Charts haben möchten, einfach mal kreieren und dann über Desktop speichern, abspeichern. Ja, ich kann Ihnen gerne öffentlich freigeben,
dann können Sie den von mir jetzt quasi kopieren. Sie müssen da, glaube ich, ich habe den jetzt quasi öffentlich freigegeben, den Desktop, dann brauchen Sie den nicht selber basteln, können dann einfach hier bei mir auf das Profil gehen und dann wird das, glaube ich, angezeigt mit den öffentlichen frei zugänglichen Desktop. Ich hoffe, das hat erstmal Andreas weitergeholfen. Jetzt machen wir erstmal den DAO. Mike wollte den DAO sehen, dann schauen wir uns das gleich an. Ich gebe dann also, füge jetzt einfach noch den Dow Jones in diese Kursliste hier hinzu. Das können Sie auch mit Aktien machen oder mit, wie gesagt, irgendwelchen Instrumenten, die für Sie relevant, interessant sind. So, der Daumen müsste jetzt ganz unten hier erscheinen. Zack, da ist er. Und wie gesagt, dadurch, dass es alles verlinkt ist, bekomme ich jetzt hier diese Infos zum DAO. Mal ganz kurz eine Trinkpause machen. Okay. DAO im Stundenchart, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Okay. Schauen wir uns mal den DAO im Stundenchart an. Muss ich sagen, ist bullisch. Ist klar bullisch, ja. Also man sieht jetzt hier, gestern wurde dieser Abwärtstrend im Stundenchart überwunden. Wir haben so eine Art V-Reversal. Bullisch. Wie gesagt, wenn ich solche dynamischen Bewegungen sehe, ist es klar bullisch. Also das ist viel dynamischer als der DAX. Warum, habe ich versucht, Ihnen schon zu erklären, dass wegen der Frankreich-Wahl trauen viele sich nicht ran. Und man hat hier im Prinzip eine Dreiecksformation, die tendenziell für Konsolidierung an Bewegungshoch spricht. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir ähnlich wie beim Kabel heute früh nochmal einen Schnipser nach unten bekommen, einen Test von dieser Trendlinie und weiter nach oben gehen. Gerne Wodka, ja. Also wie gesagt, DAO-Stunde ist seit gestern klar bullisch, ja. Also man hat dieses Level hier nochmal kurz getestet, das Tief vom Ende März, aber es gab hier kein Follow Through mehr, ja. Wir hatten die Eröffnung, war schon besser und seitdem kennt das auch gerade im gestrigen Handel diese nur eine Richtung. Das heißt, der Trend hat hier kurzfristig auf Short gedreht. Wenn ich jetzt in Dow Jones handeln müsste, würde ich schauen, dass ich hier irgendwo in die Rücksetzer einen schönen Einstieg bekomme. Das könnte zum Beispiel hier sein, 2530. Ja. Wir können uns ja auch gleich mal die US-Eröffnung anschauen in 12 Minuten. Dann schauen wir uns den S&P und den Dow nochmal genauer an. Wie gesagt, was ich jetzt nicht erwarte, dass heute noch großartig was nach oben passiert, auch in Amerika. Es ist Freitag. Auch in Übersee nach der gestrigen Rallye, die wir hier haben, die durchaus beeindruckend ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Jungs sagen, ja, okay, dann nehmen wir heute erstmal ein bisschen Fuß vom Gas, die Franzosen wählen. Ich könnte mir für heute tendenziell auch einen leicht abwärts gerichteten Konsolidierungstag vorstellen, indem man sich sagt, ja, okay, warten wir erstmal das Wochenende ab mit den Franzosen, das ist ein bisschen zu heikel und nach der gestrigen Rallye müssen wir jetzt nicht nochmal Gas geben. Also, das heißt, man könnte eventuell, wie gesagt, tatsächlich nochmal den Rücksetzer bekommen. Aber erstmal klar, long. Hier kommt nochmal die Frage. Die Zeichnungen, ob die übertragen werden, also von mir werden die Zeichnungen, die Linie von mir werden nicht bei Ihnen übertragen, nein, die werden nicht übertragen. Okay, hier kam noch eine Frage zum australischen Dollar gegen den japanischen Yen. Der Hinweis, dass ich einen Wodka trinken soll, wegen der Stimme, das ist in der Tat richtig. Das ist eine gute Idee vom Fred, vielen Dank. Hole ich später nach. Machen wir es so. Ich hoffe, meine Stimme ist dann noch zu retten. Schauen wir uns nochmal den Aussie Yen an. Interessante Preisbewegung heute im 30-Minuten-Chart. Hat er hier einen schönen Rücksetzer? Ups, das wollte ich jetzt nicht machen.
30-Minuten-Chart diese Aufwärtswelle korrigiert und ist, wie es der Zufall will, genau am 50er Retracement dieser Aufwärtswelle haben sich Käufer gefunden, die gesagt haben, jetzt probieren wir es mal wieder mit der Long-Seite. Das heißt, sie haben sich antizyklisch gegen diese Unterstützung positioniert und sind jetzt schon ordentlich im Plus, 30 Pips, ja. Also herzlichen Glückwunsch, wer diese Fibo-Level gehandelt hat hier im 30-Minuten-Chart. Wie gesagt, die Fibo-Levels sind die gleichen, egal ob sie jetzt 30 oder 15er Chart verwenden, das ist ja dann egal. Level, die Bewegung ist die gleiche, das Level ist das gleiche, von daher hat es schon eine gewisse Relevanz. Günther, noch eine Frage, auf welcher Zeitebene interessiert Sie der Aussie-Yen? Ich sage noch mal ganz kurz nachfragen darf. Günther, schon eingeschlafen. Okay. H1 im Stundenchart. Schauen wir uns gerne an, Günther. Wie gesagt, auch im Stundenchart hat er einen 50er Retracement dieser Aufwärtswelle gedreht. Sieht erstmal konstruktiv aus, was danach nach oben passiert ist. Hier auf diesem Level aktuell jetzt irgendwie Long oder Short zu gehen, spielt sich gar nicht, also kommt gar nicht in die Tüte, sage ich mal, weil entweder man ist halt hier in dem Bereich Long antizyklisch und hat ein gutes CRV jetzt hier mittendrin zwischen den Hochs und zwischen dem Ding, keine Ahnung, also wenn ich jetzt die Long-Seite präferieren würde im Stundenchart, würde ich vielleicht hier nochmal einen Rücksetzer abwarten, dass er mir hier irgendwie ein günstigeres CAV gibt. Wenn ich jetzt den Einstieg am Fibo verpasst habe, ja, würde ich sagen, okay, muss mindestens nochmal hier zurückkommen, ansonsten ist das kein Trade für mich, den will ich nicht machen. Weil jetzt hier Long zu gehen, für Short sehe ich nichts gerade. Wir sehen hier einen Aufwärtsimpuls, einen korrektiven Abwärtsimpuls, wo ich eigentlich schon jetzt, wenn ich mir den Chart so angucke, dass ich vermute schon, dass wir nochmal Richtung 82, 50, 60, 70 hier schnipsen können in den nächsten paar Stunden oder dann Anfang der Woche. So, kam noch eine Frage zum Euro-Yen. Schauen wir uns auch gleich an. Vom Peter. Ich beobachte hier immer noch, ich habe noch so ein iPad, wo ich noch eine, da laufen nur Forex-Kurse drauf, da blinkt es nur, da sehe ich nur die Kurse und ich sehe jetzt, ohne dass ich das jetzt hier auf dem Schirm habe, den Sie sehen, sich das USD-CAD ist mittlerweile bei 34,97. Das heißt, wer da, wie gesagt, den Rücksetzer, den wir vor uns angesprochen haben, gekauft hat, ist schon ordentlich 15 Pips im Plus und kann jetzt unter Umständen schon den Stop-Loss auf Einstand beziehungsweise vielleicht 5-6 Pips unter Einstand hochziehen, kann also weiter sein Risiko minimieren, sich vielleicht einen Kaffee machen und gucken, ob der USD-CAD jetzt über die 1,35 schnipst. Der Günther sagt, im H1 ist der Supertrend auf Short gewechselt, beim Aussie-Dollar nehme ich an, das schauen wir uns gleich nochmal an. Wie gesagt, ich habe Ihnen ja gesagt, es ist mal so ein Mix, Trend ist gut, aber es ist wie so ein Puzzle, das heißt, ich nutze nie eigentlich nur einen Indikator, der sagt, das ist jetzt Long, das ist Short, sondern ich versuche, mich da das so als so eine Art Puzzle zu betrachten und zu schauen, ja, ist in der Tat so, hat aber erstmal an diesem Level, an diesem Fibo-Level gehalten. Ne? Man muss das den Bullen erstmal zugestehen, dass er einfach dieses Level hier gehalten hat und das ist ein wichtiges Level. Von der Chartstruktur sehe ich so, dass sie hier einen Abwärtstrend hatten. Ich sehe einen dynamischen Aufwärtstrend und bislang nur eine korrektive Gegenbewegung. Das heißt, trotzdem der Supertrend jetzt hier im Stundenmodus auf Short gedreht ist, will ich jetzt vor dem Wochenende, ja, mich sowieso zurückhalten, auch gerade in diesen Hochrisikopärchen, Aussie-Yen gegen, das ist eigentlich ein sehr riskantes Paar, auch übers Wochenende, jetzt gerade im Hinblick auf Frankreich, wenn die Aktienmärkte reagieren, mir zu heiß, also, ja, Short, wenn er Short, wenn sie den shorten möchten,
Also wenn Short, dann dürfte er wirklich jetzt hier nicht mehr über diese 82-40er Levels gehen. Ja. Hier sollte er jetzt nicht mehr gehen. Man kann immer solche Zwischenhochs herannehmen und sagen, ich stelle mich gegen dieses Level jetzt Short. Das kann man durchaus probieren, wie gesagt, aber Bullen haben auch eher Berechtigung. Ist für mich jetzt kein richtiges sexy Setup, muss ich sagen. Wüsste ich jetzt nicht, ist mir zu heiß. Hier gibt es noch Fragen. Wie stark beachten Sie den Supertrend? Also ich nutze den schon, Peter. Einfach funktioniert einfach schön, zack, zeigt mir sofort, ohne dass ich großartige Analysen machen muss. Der Aussie Yen ist einfach im Short-Modus. 4-Stunden-Chart, wie gesagt, hat jetzt hier erstmal Reverse, hat keinen Druck mehr. Könnte auch durchaus sein, dass wir in der nächsten Woche eine Erholung bekommen, weil es ja doch schon relativ weit fortgeschritten der Trend. Aber wie gesagt, ist noch abwärts der Trend. Also muss man jetzt nicht unbedingt irgendwas machen. Wie viele Trades im Durchschnitt machen Sie am Tag? Also ich schreibe mir die tatsächlich auf und das sind, ich sag mal so, zwischen 8 und 12. Zwischen 8 und 12 Trades mache ich so am Tag. Handel meistens Vormittag. Können Sie bitte nochmal Ihren Link von Guidance reinstellen? Danke. Dass ich diesen Desktop teile, ja. Wie gesagt, wenn Sie den haben möchten, ich zeige Ihnen ganz kurz mal, wie Sie den bekommen können. Die Heidi fragt den Link, ich nehme an von dem Desktop, Heidi, ja, also von dem ich gerade gezeigt habe, ja. Okay. Ich stelle jetzt mal hier diesen Link hier oben an alle senden. Können Sie den, ich habe jetzt gerade hier rechts diesen Link eingestellt. Können Sie den sehen? Das müsste der eigentlich sein. Wir können das mal ausprobieren, ob Sie den öffnen können. Und in der Zwischenzeit bei unserem Freund, dem USD-Cut, hat sich jetzt hier was getan. Wie vermutet, schnipst er jetzt nach oben raus und bringt jetzt hier diese Bewegung. Ja. Das heißt, diejenigen welchen unter Ihnen, die geduldig waren und wie vorgeschlagen haben, auf diesen Rücksetzer hier Richtung 34, 80, 83 zu warten, die haben jetzt satte 25 Pips Gewinne auf der Uhr, können jetzt die Profits mitnehmen und oder laufen lassen, das überlasse ich Ihnen. Oder sich einen Kaffee machen noch und einfach noch ein bisschen weiter zuhören. Ich habe jetzt hier so einen Link reingestellt. Auf der rechten Seite bei Chat steht der. Eine Sekunde. Chat sein an alle. Okay, ich hab's falsch gemacht. Ich habe den... ich poste jetzt nochmal den Link von dem Desktop. Na komm schon. Ich poste Ihnen nochmal den Link und dann sagen Sie mir, ob Sie sehen können. Ne? Ich muss den nochmal ganz kurz neu laden. In der Zwischenzeit schauen Sie sich mal auf Ihren Terminals den USD-Cut an. So, hier haben wir den. Den kopiere ich jetzt hier rein. Hat das jetzt geklappt? Okay, hat geklappt. Also können Sie mal versuchen, diesen Desktop aufzumachen, weil sich in Guidance. Dann können Sie da selber rumspielen und den noch verbessern nach Ihren Bedürfnissen.
und den auf ihre Zeitebenen anpassen. Ich gucke noch mal, ob noch andere Fragen reingekommen sind. Okay, danke, ist angekommen, prima. Das freut mich, dass es geklappt hat. Viel Spaß mit der Nutzung des Desktops. Jetzt kommt die Frage vom Hans-Joachim. Ist der Forex-Markt in all seinen Tücken aber doch entspannender als ein DAX oder gar der Aktienmarkt, wo man unwillkürlich immer eine große Position Hoffnung spielt? Komplett recht, ja, also hat er komplett recht. Ich bin auch ein großer Fan vom Forex-Markt. Wie gesagt, ich habe wie fast alle auch mit Aktien angefangen, Ende der 90er. Meine erste war Aktie war ProSieben 1997, die ich damals zugeteilt bekommen habe. Dann viel mit Optionsscheinen gemacht, mit Aktien gemacht. Und habe ein bisschen gebraucht, bis ich auf den Forex-Markt gestoßen bin und bin aber sehr, sehr glücklich damit, weil es für mich am besten passt. Ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht so gut vernetzt bin wie vielleicht manche Hedgefonds oder Insider. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Aktien gehandelt habe, dass es Leute gab, die mehr wussten als ich, eine Position gehalten und plötzlich fängt die Aktie an, sich komisch zu bewegen und am nächsten Tag crasht die runter. Da wusste ich auch, warum die sich ein bisschen komisch bewegt hat. Und aber wie gesagt, man hat da einen gewissen Nachteil, gerade bei kleineren Werten gibt es immer Spezies, die ein bisschen mehr wissen als der normale Privatanleger. In dem Falle ich und Sie wahrscheinlich auch, ja. Und deswegen habe ich mich für den Forex-Markt entschieden. Warum? Weil hier einfach man die gleichen Voraussetzungen hat wie die Profis, wie die Banken. Was ich Ihnen gerade gezeigt habe, diese, wie wir an die Zahlen jetzt hier beim USDK drangegangen sind, ganz ehrlich, das machen die Profis auch nicht anders als, als wie ich das jetzt gerade gemacht habe, die in den Banken sitzen. Die kochen auch nur mit Wasser und beim Forex haben sie keinen Vorteil gegenüber uns Privattradern, ja. Das ist die große, der große Vorteil vom Forex-Handel, ja. Also diesen Trade, den wir jetzt hier gemacht haben, den kann keiner der Profis besser machen. Ja? Wir haben die Zahlen abgewartet, haben die Zahlen analysiert, haben die Richtung vorgegeben, die wir den Markt erwarten, haben das Level definiert, wo sie einsteigen sollen, wo sie ihr Risiko minimiert definieren können. Und jetzt kommen wir den Ausbruch, den wir schon mit dem Chris erwartet hatten. Ja? Jetzt kommt nochmal die Frage vom Karl Hermann. Darf ich nochmal um Erklärung bitten, wie man die vier Charts mit dem Wert der Watchlist verknüpft? Zeige ich Ihnen gerne, Karl Hermann. Also Sie haben jetzt hier die Watchlist, haben vier Charts und haben jetzt diesen diese Farbcode hier unten. Das finden Sie mal links unten an diesen Widgets und können die jetzt verknüpfen. Momentan sind alle mit Blau verknüpft. Ja? Wenn ich jetzt aber sage, Blau nehmen wir mal raus, ist jetzt nichts passiert. Wenn ich jetzt hier klicke, tut sich nichts, ja. Dann tut sich in den Chart nichts. Wenn ich jetzt aber sage, ich klicke die jetzt mal die beiden Charts auf Rot und hier auch auf Rot, dürften sich jetzt nur diese zwei ersten Charts hier bewegen und der linke nicht, weil ich den nicht verknüpft habe. So sehen Sie aber, wie diese Verknüpfung funktioniert. Funktioniert ganz einfach über diesen Color Code hier unten. Wenn ich jetzt die zwei noch dazu nehme, haben wir die auch wieder im Set. Das heißt, wir haben wieder alle vier hier unten verknüpft. So einfach funktioniert das verknüpft von diesen Watchlists. Tut mir leid, Franz, schon bei 1,35 ausgestiegen, wie ich gerade gesehen habe. Aber wie gesagt, die Spekulation war ja eigentlich, dass wir hier Richtung 1,35 40, 1,35 30 schnipsen beim USD Cut. Hat mir mit dem Chris auch schon gesagt, wenn der USD losgelaufen ist, da läuft er gerne ein Stück. Da muss man noch nicht bei 1,35 gleich raus. Wie gesagt, das war jetzt im Prinzip das Setup, dass wir ein bisschen Geld verdienen wollen und sie dann nicht gleich bei 35 aussteigen müssen. Das war ein bisschen zu früh, sind sie da raus. Ich schaue jetzt mal, was sich jetzt seit 5 Minuten ist die Wall Street offen. Wir lassen den USD-Cut mal noch ein bisschen laufen. Wie gesagt, ich hatte Ihnen ja zu Beginn der Nachmittagssession gesagt, dass wenn alles klappt, könnten wir den heute Nachmittag durchaus nochmal im Bereich 1,35, 34, 40 begrüßen, den USD-Cut. Das ist das Hoch hier von Anfang März. Das ist so ein
attraktives Level, wenn die Jungs das ernst meinen. Das wir durchaus noch mal sehen können heute. Was ist im Prinzip die Krux, wenn Sie jetzt, wie gesagt, ich persönlich bin kein Ausbruchstrader. Es gibt ja diese Trader, die warten hier auf neue Hochs und springen dann drauf. Die gehen dann hier prozyklisch long. Mache ich nicht gerne. Mache ich nicht gerne. Warum? Weil mein CHV zu schlecht ist. Wenn ich hier einsteige, muss mein Stop hier unten sein, weil ansonsten macht der Stop hier irgendwo keinen Sinn. Ich schaue also im 5-Minuten-Chart und versuche ein bisschen Feintuning zu machen und schaue, wo kann ich hier den wirklich an welchem Level in ein Retracement, in einen Rücksetzer, das hatte ich Ihnen ja mehrfach jetzt schon eingezeichnet, wo kann man den günstig abgreifen. Das heißt, ich kaufe jetzt hier nicht prozyklisch den Ausbruch oder so. Ich gucke halt den Trend und wo komme ich günstig in den Trend rein, weil ich bin geizig, ich will dir nicht so viel Pips schenken, wenn ich falsch liege, weil kann auch fallen, ja. Und dann habe ich einen riesen Verlust hier gemacht, wenn ich hier reingehe und der fällt dann wieder runter. Ist mir zu groß. Halten Sie Ihr Risiko im Auge, halten Sie Ihr Risiko klein, akzeptieren Sie kleine Verluste und versuchen Sie hier und da mal einen großen Gewinn zu machen. Das ist jetzt so meine Herangehensweise, meine Philosophie an die Märkte. Deswegen, was der Chris da mit dem Rainbow Trading macht, das ist alles auch schön, Trend Trading, aber das ist mir zu prozyklisch. Ich schaue eher Richtung antizyklischen Einstieg. Aber wie ich schon gesagt, heute Vormittag, Sie müssen das finden, was für sich funktioniert und nicht andere Trader nachhandeln. Wenn Sie den Ansatz haben wie ich, dass man auf die Rücksetzer wartet, dann bedeutet das natürlich, Sie müssen Disziplin entwickeln, Sie müssen Geduld entwickeln. Ohne Geduld und Disziplin werden Sie es nicht schaffen, diese Setups zu traden. Und ich hätte ja gleich nach den Zahlen, nach den ersten 5 oder 10 Minuten long gehen können, habe ich aber nicht gemacht, sondern die Ansage war, dass er hier auf dieses Level zurückkommen soll. Da hat man einfach einen besseren Einstieg. Noch was ich Ihnen mitgeben wollte am Forex-Markt, spielt es keine Rolle, ob Sie long oder short sind. Ja? Bei Aktien, und auch ich habe es gemerkt beim Euro-Dollar und auch bei mir selber, die meisten Leute, die gehen lieber long statt short. Das heißt, es wird tendenziell lieber eine Long-Position eröffnet als eine Short-Position. Macht im Forex-Bereich wenig Sinn, da Sie quasi eine Währung kaufen, aber gleichzeitig die andere verkaufen. Das heißt, ja, ja, wenn Sie Schwierigkeiten haben damit, beobachten Sie sich mal bitte selber. Bei Ihrem Trading fällt es Ihnen tendenziell leichter zu kaufen, irgendwas zu kaufen. Oder kommen Sie auch damit klar, mal zu verkaufen? Das ist, wie gesagt, auch so eine Hürde, die viele Trader überspringen müssen. Mal schauen, wie das hier funktioniert. Eine Hürde, die Sie, wie Sie das austricksen können, falls Sie diesen Long Bias haben. Sie können den Wert einfach umdrehen. Das heißt, wir haben jetzt hier USD gegen kanadischen Dollar, so wie er normalerweise gehandelt wird. Sie können sich den aber auch andersrum anzeigen lassen. Geben Sie einfach oben einen Cut USD. Das heißt, Sie sehen das gleiche Währungspaar nur andersrum. Das können Sie genauso mit dem Euro-Dollar machen. Das ist Ihnen überlassen. Das heißt, wenn Sie sich ertappen, ich kaufe das, ich kann nur kaufen oder so, drehen Sie einfach mal den Chart um und gucken mal, was dann passiert, ob sich das abtrainieren können. Weil wie gesagt, als Trader müssen Sie unbedingt flexibel sein und Sie dürfen kein Problem damit haben, Short-Positionen einzugehen. Das heißt, auf fallende Kurse zu spekulieren, das ist immer so eine psychische Blockade, die die meisten Leute drin haben. Die wollen immer nur kaufen, kaufen, Aktien kaufen, steigen, alles super. Tun sich schwer, sage ich mal, Short-Positionen zu öffnen. Das heißt, auf fallende Kurse zu spekulieren, ist aber für das Trading im Forex-Bereich unabdingbar. Wie gesagt, ein kleiner Trick, den Sie machen können, ist einfach das Währungspaar umzudrehen. Das funktioniert, wie gesagt, auch beim Euro gegen den US-Dollar, drehen Sie einfach um, USD, EUR, können Sie ein Guidance problemlos machen, haben dann den US-Dollar, das heißt, komplett andersrum, wie Sie ihn sonst kennen. Ja. Das ist der Euro-Dollar nur andersrum. Und wenn Sie sich ertappen, ich will immer nur den Euro kaufen, dann drehen Sie es einfach mal um.
Wie haben Sie umgedreht, fragt der Peter. Okay, ich habe in das Suchfeld eingegeben, normalerweise geben Sie immer ein, das ist der, so wird der Euro gehandelt, Euro gegen den US-Dollar. Ja? Das heißt, Euro zuerst links und dann US-Dollar, so handelt man den Euro. Das heißt, wird in Euro gehandelt, aber in USD abgerechnet. Das heißt, die Basiswährung ist Euro und die andere Währung ist der USD. Ich kann das aber einfach, wie gesagt, umdrehen in Guidance, Sie gehen hier oben auf die Lupe und schauen. Und geben Sie einfach zuerst ein USD und dann Euro. Das ist für mich, weil ich hatte dann immer mal das Problem, ich will ja immer nur long gehen, long gehen, long gehen. Ich habe mir das dann abgewöhnt, indem ich das einfach umgedreht habe. Ja? Der Hans-Joachim fragt jetzt, sehr gute Frage, eventuell können Sie noch etwas sagen zum perfekten Ausstieg nach Zug des Stops. Das ist natürlich die schwierigste Sache überhaupt. Wo gehen Sie raus aus der Position? Ja? Sage ich gerne was dazu und auch über die Schwierigkeiten dazu. Das müssen Sie für sich selber festlegen. Sie können einen Teil, was ich immer gerne gemacht habe, als ich die Position gesplittet habe in Drittel, ja. Und wenn mein erstes Ziel erreicht wurde, ein oder zwei Drittel rausgenommen und den Rest einfach per Trailing Stop laufen lassen, oder aber Sie managen den aktiv, den Trade, das kommt ein bisschen darauf an, ob Sie selber den Trade managen können und sagen, ich gehe, mache das Entry im Stundenchart, ja, ich kaufe diesen Hammer zum Beispiel auf 30 Minuten, was wir da gesehen haben. Ich mache das nochmal, wir hatten das ja vorhin thematisiert. Und manage den Trade dann im 5-Minuten-Chart zum Beispiel und passe den Stop an. Im USD-Cut passiert was. Der kommt wieder runter unter 1,35. Schauen wir uns sofort an. Was ich immer mache, ist, wenn mein Ziel erreicht ist. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Risiko von 30 Pips gehabt. Ja, nehmen wir mal an, ich bin wie geplant hier long gegangen im Cable irgendwo hier unten und habe meine 30 Pips Risiko gehabt. Was weiß ich, bin bei 1,70 rein und bei 1,40 machen wir mal den Stop. Wenn ich, egal was passiert, ja, wenn ich mein Risiko verdient habe, das heißt, er steigt auf 1,28. Idealerweise sollte man gucken, dass man immer ein bisschen drunter geht, weil tut sich manchmal schwer an diesen runden Marken. Da nehme ich die Hälfte von der Position raus, ja, und ziehe meinen Stop zum Beispiel dann auf einen Stand nach. Das heißt, bin komplett entspannt. Ich habe schon was verdient, ja. Ich habe also mit der Hälfte der Position habe ich jetzt mal die 30 Pips jetzt mitgenommen und die andere kann ich jetzt ganz entspannt, weil ich geduldig auf einen guten Entry gewartet habe, schon auf einen Stand ziehen. Juckt mich also quasi nicht mehr. Ich habe schon was verdient, das heißt, meine Gier ist ein bisschen gestillt worden nach Gewinn, ja, und ich habe kein Risiko mehr. Das heißt, ich bin jetzt in einer psychologisch extrem komfortablen Position, mental, ganz wichtig beim Traden, bin ich in einer extrem komfortablen Position, jetzt die Position laufen zu lassen und kann jetzt zum Beispiel im 5-Minuten-Chart den Trade managen und sagen, ich ziehe jetzt den Stop nach, und passt den immer an unter diese relativen Tiefs. Das heißt, ich bin jetzt im 5-Minuten-Chart unterwegs, ich habe die erste Welle, zack, Korrekturwelle, jetzt macht der neue Hochs. Jetzt würde ich also die beiden Punkte nehmen und gucken, wo ist der tiefste Punkt dazwischen, zwischen diesen beiden Punkten, da darf er nicht mehr drunter, weil da würde vom Trend, vom Aufwärtstrend was nicht stimmen. Das heißt, Hans-Joachim, wir können jetzt also diese Strategie, das ist eine Stop-Nachzieh-Strategie, die jetzt nicht automatisch, müssen Sie manuell machen, die ist dafür sehr zuverlässig und können jetzt den Stop hier drunter anpassen. Das heißt, Sie haben jetzt nochmal mit der zweiten Position nochmal 10 Pips Gewinn auf der Uhr. Was Sie jetzt weitermachen, nehmen wir mal an, Sie sind hier short gegangen, hier oben irgendwo, weil Sie das verkauft haben und Sie haben diese 5 Minuten Stop-Strategie gemacht, wäre Ihr Stop dann halt irgendwann, sage ich mal, wenn er jetzt, Sie haben verkauft, geht hier runter, und fällt hier runter, Stop hier, Stop hier und werden dann irgendwann ausgestoppt, wenn der Trend dreht. Ja.
Also wie gesagt, das ist so eine Technik zum Ausstieg. Sie können auch einfach normale Trailing Stops machen. Bei JFD Brokers Teilverkäufe können Sie machen. Sie können über diesen Trade Terminal, den habe ich jetzt hier nicht installiert, den können Sie aber, das ist ein MetaTrader Add-on von JFD, da können Sie Teilpositionen verkaufen, 60%, 33%, das sind alles Standardverkäufe. Das heißt, Sie kaufen jetzt 0,3 Lot und haben die Möglichkeit, dort dann über diesen Trade Manager Teilpositionen zu verkaufen. Oder Sie kaufen von Anfang an gleich, wenn Sie wissen, ich will die Positionen dritteln und Sie handeln 0,2 Lots, dann handeln Sie halt dreimal 0,07 Lots, dann sind Sie auch bei 0,21 Lots und können die gedrittelten Positionen im Prinzip einzeln da managen. Ich muss noch einmal kurz einen Schluck trinken, meine Stimme ist schon ein bisschen im Arsch. Der Günther hat nochmal geschrieben, für günstige Einstiege helfen sehr oft die FIBO-Rückläufer bis 50-60%. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich jetzt aus gegebenem Anlass noch einmal ganz kurz auf den USD-CAD zurückgehen und schauen. Wie gesagt, ich hatte keinen Trader, aber wie hätte man den managen können? Dankeschön, Ottmar, ich bemühe mich ja. Wie gesagt, Forex ist keine Einbahnstraße. Gehen wir mal auf das 5-Minuten-Chart. Wenn ich jetzt, wie gesagt, wir hätten die Trading-Idee war, den Rücksetzer zu kaufen mit einem Stop von maximal unter diesem Level hier. Ja, das war der Maximalverlust. Das heißt, wir waren ungefähr 20 Pips hat mehr Risiko. So, ich orientiere mich immer an meinem Initialrisiko und schaue, wenn ich hier, dass ich hier irgendwie, hier muss ich reagieren. Ich bin 20 Pips vorne. Das heißt, ich stelle mir die Frage, Gewinne mitnehmen oder laufen lassen. Wie gesagt, man kann spekulieren, aber da muss der Stop nachgezogen werden. Oder Sie nehmen hier Teilgewinne mit, damit Sie in dieser eben beschriebenen, komfortablen, mentalen Situation sind. Und zum Beispiel dann hier, wenn Sie Teilgewinne hier mitgenommen haben, nach 20 oder 25 Pips, wenn Sie den Initialstopp schon auf Einstand ziehen. Das heißt, wie ich den jetzt gehandelt hätte, ich versuche den gerade mal hier hochzuziehen, hier kommst du nicht mit. Jetzt kommt er mit. Irgendwo dann jetzt hier auf mein Einstandslevel zu machen. Das heißt, ich habe hier Teilgewinn realisiert. Ja? Das heißt, ich habe schon was verdient. Ich habe den ganzen Plunder nicht umsonst analysiert, sondern ich habe tatsächlich schon ein bisschen Heu im Stall. Und mit dem anderen Heu, das kann jetzt nicht mehr nass werden. Das ist schon in trockenen Tüchern. Das ist auf Einstand abgesichert hier. Und jetzt kann ich natürlich gucken, was die jetzt hier vorhaben mit dem Stopfishing, ob die das jetzt ernst meinen oder ob das wirklich jetzt nur noch von diesen Leuten, die jetzt diesen prozyklischen Long-Einstieg beim Ausbruch gemacht haben, die werden natürlich jetzt erstmal kalte Füße bekommen. Ja. Die werden natürlich jetzt erstmal kalte Füße bekommen, weil sie jetzt hier schnelle 10, 15 Pips hinten waren. Das ist im Prinzip Sinn und Zweck des Forex-Spiels. Das ja, kann nicht jeder was verdienen, sorry. Ich bin auch, wie gesagt, überhaupt kein Fan von diesen prozyklischen Ausbrüchen und die werden natürlich jetzt erstmal ein bisschen ins Schwitzen kommen, wohingegen wir eigentlich mit dem Top-Einstieg hier nach den Zahlen noch immer noch im Plus sind mit der Position. Deswegen, ich mache keine prozyklischen Trades, das ist einfach so. Ja, wir können jetzt gucken, was passiert. Wir haben, wie gesagt, die Idee, wie ich beim Fund gezeigt habe, teilweise schon Gewinne realisiert und können jetzt gucken, was passiert. Ein herrlicher Vergleich. Ich gucke mal, ob jetzt noch Fragen von Ihnen sind. Ansonsten müsste ja wahrscheinlich dann auch der Chris irgendwie, vielleicht kommt er noch vor 16.15 Uhr, ist bis, also wir haben noch 20 Minuten Zeit. Ich würde jetzt, wenn Sie nichts dagegen haben, der Mike fragt, ab wann würde man nachkaufen? Ist das jetzt auf den USD-CAD bezogen? Ich vermute mal, auf den USD-CAD ist das bezogen, ja?
USDCAD, also ganz ehrlich, ich würde jetzt gar nicht mehr groß nachkaufen. Erstens ist es um 16 Uhr, ich will dann irgendwann mal Feierabend machen. Wenn Sie noch den restlichen Freitagnachmittag sich mit dem USDCAD beschäftigen möchten, gut, dann würde man wahrscheinlich vielleicht nochmal nachkaufen. Das wäre jetzt so ein Level, wo man drüber nachdenken kann. Wie gesagt, er sollte auf keinen Fall unter dieses Reaktionslevel von nach den Zahlen gehen. Dann, also wenn er tatsächlich hier unter die 75, 80 drunter geht, wie gesagt, das ist alles nur Stopfishing für die Jungs, die hier oben lang gegangen sind. Die sollen jetzt ein bisschen erschreckt werden, ist noch nichts passiert. Das sind ganz normale Forex-Bewegungen, dass geschüttelt wird. Wie gesagt, wir hatten Ihnen das heute mit dem Cable erzählt und vorgestellt. Das sind so normale Bewegungen. Also da darf man sich jetzt, da darf man kalte Füße bekommen, wenn Sie Trader werden möchten oder sein möchten. Weil wie gesagt, von hier aus kann er wieder nach oben steigen. Das ist einfach nur normales Stop-Fishing von den Jungs, die da den Ausbruch gekauft haben. Die sollen einfach ein bisschen kalte Füße bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt wieder steigt. Aber wie gesagt, der Initial-Trade, es ist halt für mich ein Unterschied, ob ich jetzt hier vielleicht nachkaufe bei 1,35, wenn ich das perfekte Level getroffen hat vorher. Also das, da muss ich mir jetzt den Stress hier nicht mehr machen und noch einen Trade machen. Ich versuche auch das irgendwie wenig zu traden, weil man kann sich auch schnell verzetteln mit den... Die Ingrid fragt gerade, ob ich Positionen mehrere Tage halte. In der Regel nein. Jetzt gerade übers Wochenende ist das sogenannte Wochenendrisiko, das ist mir zu riskant, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das kommt auf die Trader-Persönlichkeit drauf an, was sie für ein... Risiko eingehen können, womit sie sich wohlfühlen. Also es gibt Swing-Trader, die halten kleine Positionen, die halten die über Wochen, ja, die im Makrobereich. Es gibt auch schöne Trends im Wochenbereich. Aber ich habe schon zu viel erlebt im Forex-Markt, wo ich sage, es sind mir zu viele offene Variablen über Nacht. Es kann alles passieren heutzutage. Es gibt ja mittlerweile so viele verrückte Staatsoberhäupter. Was weiß ich, ob der Kim Jong-un Handgranaten auf Südkorea wirft, ja, am Wochenende, weiß der Teufel. Ob die Rechten in Frankreich die Wahl gewinnen, weiß ich nicht. Das sind alles so viele unsichere Variablen, die ich nicht beeinflussen kann. Was ich beeinflussen kann, ist, ich bin vor dem Rechner, habe dieses Setup im 5-Minuten-Chart, habe die Zahlen im Kann-Dollar, ich weiß, der wird gehandelt heute Nachmittag wegen den Zahlen. Das heißt, hier sollte man dabei sein. Das macht man ein, zwei Stunden, schnappt sich ein paar Pips und dann ist Feierabend. Das ist mein Ansatz. Aber es gibt, wie gesagt, auch nicht jeder kann den ganzen Tag vorm Rechner hängen, sage ich jetzt mal. Der muss dann halt diese Trends handeln, vielleicht im 4-Stunden-Chart, die man auch sehr schön handeln kann. Ja? Also Sie sehen ja, ein V-Reversal im 4-Stunden-Chart, USD-Cut und ein sehr schönes Retracement. Nehmen Sie jetzt mal FIBO, ist egal, aber kaufen Sie nicht prozyklisch, sondern schauen Sie mal irgendwie, wir hatten das ja mit den FIBO-Levels gerade, vorhin auch nochmal. Schauen Sie, dass Sie irgendwo einen vernünftigen Einstieg bekommen. Hier fällt er tatsächlich auf das 61er Retracement zurück und bringt dann von dort die Rallye. Es hat ein schöneres Einstiegslevel als Stop muss natürlich hier drunter, weil im Sinne dieser, er kann theoretisch sogar hier bis hierhin fallen, ohne dass irgendwas passiert und dann steigen. Also wie gesagt, der einzige vernünftige Stop ist dann hier drunter. Ja? Aber wenn Sie dann irgendwo hier oder auch hier long gehen und den Stop irgendwo hier, es ist relativ schwierig, deswegen immer Rücksatz abwarten und klare, definierte Stops haben, empfiehlt sich in jedem Fall. Aber Ingrid, ich persönlich halte jetzt keine Position mehrere Tage. Also erstmal, der Herr Ottmar, bevor Herr Kämmerer kommt, es war ein sehr interessantes Webinar mit Ihnen. Schönes Weekend. Also ich freut mich für die, die jetzt schon eher gehen müssen, dass es Ihnen gefallen hat. Da freut mich sehr. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Händler, der gerne so Positionen mehrere Tage handelt. Mein Zeitraum ist eher kurzfristig, von daher ich jetzt persönlich nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es für Sie nicht richtig sein muss. Es kann durchaus sein, dass Sie jetzt der Trader-Typ sind, der im Swing-Trading-Bereich über mehrere Tage aktiv erfolgreich handeln kann. Ja? Das ist durchaus möglich. Deswegen, ich wiederhole mich jetzt nochmal.
und sage, es muss jeder das finden, was zu einem passt, zu ihren Lebensumständen, zu ihrer Risikotoleranz. Da müssen Sie das herausfinden, was passt für mich, auch mit den Indikatoren, mit den Setups einfach zu schauen, das funktioniert nicht, das können Sie problemlos alles über Demo-Accounts machen. Da kann ich jetzt Ihnen nicht sagen, das ist der richtige Weg für Sie, Ingrid, so müssen Sie das machen. Also Herr Franz fragt gleich, ob ich bei JFD arbeite. Nein, ich bin für die Börse Go AG in München tätig. Ich bin also nicht direkt bei JFD angestellt. Freut mich, dass Ihnen mein Handelsansatz gefällt. Ansonsten arbeite ich für die Börse Go AG in München. Wir haben das Portal gottmuttrader.de. Sie sehen dort unter anderem täglich meinen Tagesausblick zum Euro-Dollar. Der ist dann immer hier unten in der Devisenbox. Können Sie auch Ihre Kommentare dazu schreiben, wenn Ihnen das gefällt oder wenn Ihnen das nicht gefällt. Das haben wir jetzt im Prinzip hier heute, wo Sie so eine Kurzeinschätzung bekommen. Das ist dann immer bei mir meistens, wenn ich nicht gerade im Urlaub bin. Und dann habe ich noch auf Guidance einen Desktop. Das ist diese Plattform. Die sieht so aus. Guidance.com nennt die sich. Und dort auf dieser Plattform, das ist wie gesagt diese Chart-Analyse-Plattform, mit der ich hier die ganze Zeit schon ein bisschen rumspiele. Ich zeige Ihnen jetzt gerade nochmal meinen Desktop für alle, die heute Vormittag nicht da waren. Den lade ich mal ganz kurz. Das dauert wie gesagt alles ein bisschen länger wegen dieser Webinar-Software. In der Zwischenzeit behalten wir unseren Freund den USD-Cut ein bisschen im Auge. Der tut sich wieder an der 1,35 probieren. Aber wie gesagt, das sind so die Bewegungen, mit denen diese prozyklisch agierenden Jungs da kämpfen müssen. Die werden dann halt mal schnell 20 Pips einfach mal kurz hier erschrocken, ohne dass eigentlich was passiert ist, weil dieser Rücksetzer hat keine wichtigen Levels. Das wäre erst dieses Level, wo wir vorhin tendenziell long gegangen sind. Wenn das unterschritten wird, das wäre dann wirklich relevant. Dann wäre die Party vorbei. Also wenn er hier drunter geht, dann ist Schicht im Schacht, dann ist Feierabend, dann probiert sich heute keiner mehr an der Long-Seite. Ich habe in der Zwischenzeit hier mal den Desktop von mir geladen, auf Guidance, wie gesagt. Ich habe dort dann immer diese Forex-Levels am Morgen, so eine Übersicht, wo wir kurz die wichtigen Wirtschaftsdaten ansprechen im Forex-Bereich, die anstehen und hier hauptsächlich Major Forex und Gold, diese Forex-Levels am Morgen, die ich immer veröffentliche. Das sind interessante Daten für Intraday-Positionstrader, also wie gesagt, die kurzfristig agiert sind. Wenn Sie eher im längerfristigen Bereich agiert sind, dann ist das eher nicht zu empfehlen. Das ist wirklich eigentlich eher für kurzfristig orientierte Intraday-Trader gedacht. Die Levels kommen in der Regel zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr am Morgen auf meinem Guidance-Desktop. Sie können da gerne hier auch noch diese Infos über mich lesen, diese freigegebenen Inhalte, das ist das, was ich Ihnen vorhin geteilt habe, diese Watchlist, ja. Aber Sie haben ja von mir auch direkt den Desktop schon bekommen, den ich Ihnen hier in den Chat rechts gepostet habe. Ich schaue mir jetzt gerade nochmal, ob von Ihnen jetzt noch Fragen sind. Kann man eigentlich das in Guidance erwähnte Traderkonto einsehen und beobachten? Günther, es war mal, letztes Jahr hatte ich den Link, da konnte man die Trades nachvollziehen. Den habe ich aber rausgenommen, weil das hat für mich persönlich nicht die erhofften Impulse gebracht, sage ich mal. Das ist für mich nicht selber rumgekommen ist. Ich habe jetzt einfach, wir tauschen uns hier mit den Tradern aus über die kurzfristigen Setups in den Kommentarleisten. Aber es war ursprünglich mal angedacht, Herr Günther, dass ich einen Trading-Service mache, neben meiner Arbeit für die Börse Go AG. Ach, der Chris ist wieder da. Ja, das ist richtig. Grüße an diese Runde. Welcome back.
Wir haben schön während deiner Abwesenheit den Dollar-Cut, den Rücksetzer hier angesprochen auf dieses Level. Davon hat er die 1,35 genommen und haben das hier eigentlich schön abgegriffen, muss ich sagen. 20, 30 Pips waren eigentlich fast für jeden drin. Jetzt gab es diesen Rücksetzer von Brot. Also es war alles wie geplant. Also hast Mensch, nichts verpasst sozusagen, ja. na doch, eigentlich schon. Aber der Witz ist, ich habe hier durchgehend positives Feedback im Chat. Das hast du auf jeden Fall klasse gemacht und so sollte es ja sein. Freut mich auf jeden Fall, dass die Veranstaltung wieder mal gut angekommen ist. Kommen eventuell auch wieder Nachmittagslevel? Ganz interessante Frage. Fred, es bezieht sich wahrscheinlich auf dieses Forex-Level am Nachmittag. Ja, müssen wir gucken, wie wir das umsetzen können. Wie gesagt, ich schreibe viel für Gottmund Trader, aber auch für andere Banken, und nicht unbedingt unter meinem Namen. Das verkaufen die da als White Label unter ihren Namen. Und ich gucke, dass ich das vielleicht hinbekomme, wobei ich gleich sagen muss, der Fred hatte die Frage gestellt, die Trefferquote von meinen Prognosen, das heißt, die Forex-Levels am Morgen sind aus Erfahrung höher als die am Nachmittag. Das ist einfach meine Erfahrung. Das, was Sie jetzt hier nochmal sehen, diese Levels am Morgen, die Trefferquote, wenn sie denn erreicht werden, nicht jedes Level wird immer erreicht, ja. Aber wenn die denn erreicht werden, ist, sage ich mal, eine Wahrscheinlichkeit von 70, 80%, dass es eben ausgehend von der 1,27, 80, 90 im Cable zum Beispiel dann erstmal eine 30, 40 Pip-Reaktion gibt, ja. Das ist schon, die Sachen hat man am Nachmittag dann häufig mal nicht. Und für mich ist natürlich dann immer noch mal extra Arbeit, alles zu analysieren. Aber wenn es gewünscht wird, wir können das ja mal wieder testen. Aber nur schon mal zur Info. Meine Erfahrung ist, dass die Levels am Morgen deutlich höhere Trefferquote aufweisen als die am Nachmittag. Ich bin froh, Chris, dass du wieder da bist, weil meine Stimme ist nämlich fast weg. Glaube ich dir, Ja. glaube ich dir. Du hast es auch sehr gut durchgezogen. Respekt an dieser Seite. Wie gesagt, es ist immer wieder natürlich herausfordernd, lange zu sprechen und den Alleinunterhalter zu spielen. Aber wie gesagt, das Webinar kommt hier durchgehend gut an. Also hast du den Content super geliefert. Hast du noch irgendwelches Slides zu deinen Trading Skills noch gebracht? Ich werde natürlich dann auch nochmal das Webinar nochmal nachher Wir haben aufzeichnen. den Training Skills, ich hatte angesprochen, geduldig auf den Einstieg warten und kein Ego zu besitzen als Trader. Ich habe das am Live-Chart mit erklärt, also warum es Sinn macht, geduldig auf gute Setups zu warten, einfach vom CRV und auch durchaus dann mal einen Trade sausen zu lassen. Slides habe ich jetzt nicht mehr gezeigt, aber ich habe das alles verbal eigentlich rübergebracht, so die Super. Punkte mit dem Long Bias auch. Ich habe den Usern gezeigt, wie man einen Chart umdrehen kann, problemlos in Guidance, wenn man Probleme hat jetzt mit dem Long Bias, dass man immer nur kauft, kann man einfach hier oben, ich wiederhole es nochmal, falls das einer nicht mitbekommen hat, dass man nicht USD Cut handelt zum Beispiel, sondern Cut USD und dann einfach den Kanada-Dollar zuerst eingibt und den Chart quasi andersrum bekommt, ja. Das heißt, was wir jetzt long gesehen haben, sieht jetzt plötzlich short aus. Das können Sie mit dem Euro auch machen und so können Sie trainieren, sich diesen Long Bias abzutrainieren. In der Zwischenzeit Dollar Cut, wie gesagt, hat keine signifikanten in dem Schüttler, wo diese prozyklischen Ausbruchstrader herausgeschüttelt wurden sollten, es wurden keine signifikanten Levels. Es wurde hier einfach nur mal schön gefischt für Leute, die vielleicht mit 10 oder 15 Pips sinnlos mit Engstop hier long gegangen sind. Die sind alle rausgeholt worden. Jetzt kann es weitergehen. Es ist so ein dynamischer Prozess des Trading. Es ist keine Einbahnstraße. Was ich heute Vormittag auch schon gesagt habe, es ist ein Spiel. Und wer die wenigsten Fehler macht in dem Spiel, der wird am Ende dafür bezahlt. Ja, auch interessante Feststellung. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar an dieser Stelle. Wie gesagt, die Damen danken dir. Jetzt hat der Peter noch eine Frage. Trendstärksten Phasen. Also ich hätte da auch schon eine Information parat, doch das Wort gehört dir, Henry. Was sagst du denn zu den Tageszeiten und trendstärksten Phasen bei den Währungen? Peter, eine ganz interessante Sache, eine ganz interessante Frage. Wir schauen uns das mal an beim Euro-Dollar. Wie gesagt, jedes Währungspaar, hat man heute früh auch besprochen, hat seine eigene Charakteristik. Das heißt, wenn Sie jetzt in Japan sind, macht es natürlich Sinn, dass Sie die Währung handeln, die in dieser Zeit für den jeweiligen Marktteilnehmer interessant sind. Das heißt, australischer Dollar, Neuseeland-Dollar.
und japanischer Yen auch gerne natürlich in den Cross-Currencies gegeneinander. Das sind die Währungen, die bei uns in der Nacht aktiv sind. Im Euro schaut das anders aus. Wenn ich mir das jetzt mal anschaue, ich habe jetzt hier den 30-Minuten-Chart und praktischerweise gleich mit der Average True Range, das heißt die durchschnittliche Schwankungsbreite der Kerzen, dann sehen Sie einfach, dass es hier eine Phase gibt, wo regelmäßig die Schwankungsbreite runtergibt. Wann ist das denn? Das ist in Asien, das geht ja abends los, das fängt abends schon an mit den Amis. Die Schwankungsbreite nimmt, das ist die also durchschnittliche Schwankungsbreite, ETA, nimmt ab. Das ist in der Nacht, geht das regelmäßig runter. Das heißt, was zeigt mir das? Dieses Währungspaar wird in der Nacht nicht zu aktiv gehandelt. Das heißt, Ihre Frage, Peter, welche Tageszeit ist am trendstärksten in Währung, nachts, morgens, nachmittags oder abends, kann ich nicht so eindimensional beantworten, weil jedes Währungspaar hat seine andere aktive Phase. In der europäischen Sitzung am Morgen wird natürlich das Pfund gehandelt, der Euro bevorzugt gehandelt, der Schweizer Franken gehandelt, alle diese Währungen, die da jetzt gerade relevant sind. Es bedeutet nicht, dass Sie jetzt USD-CAD nicht handeln dürfen oder dass der Markt geschlossen ist oder dass australischer Dollar geschlossen ist. Nein, dann können Sie trotzdem handeln. Es gibt da auch Bewegung, nur halt in diesen Bewegungen, die bewegen sich lieber in der Nacht, wenn ich das jetzt mal einstellen würde mit dem mit dem australischen Dollar werden Sie wahrscheinlich eine andere ATR-Kurve bekommen, weil der natürlich mehr in der Nacht gehandelt wird. Da geht es jetzt langsam so los. Wie gesagt, da ist auch immer in der Nacht Bewegung drin. Wir haben hier 3.30 Uhr, 6 Uhr, was bei uns, wo wir alle schlafen, dann geht es bei den in Australien los. Dann, da wird da gehandelt. Ja, ja, das fängt ja so an. 1.30 Uhr steigt der, wo beim Euro eine fallende Schwankungsbreite ist. Das heißt, jedes Währungspaar hat seine unterschiedliche Charakteristik, Peter. Australische Dollar kann man eigentlich immer gut handeln, aber natürlich in der asiatischen Sitzung besonders gut, ja, muss ich mal sagen. Da kommen die Wirtschaftsdaten in Australien als eine Action. Wohingegen der Euro, wie wir gesehen haben, in der Nacht jetzt eher so ein bisschen von der Dynamik her doch nachlässt. Mhm. Exakt. Okay. Ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal diese Frage erstmal beantwortet. Es gibt also jetzt keine gute Zeit für nachts, morgens, nachmittags. Das Gute am Forex-Markt, wie gesagt, es ist 24/5, 24 Stunden am Tag für 5 Tage. Und es darf sich jeder ein Stück Kuchen rausschneiden. Die Asiaten dürfen das, die Europäer und die Amis dürfen sich auch was holen. Da gibt es immer Bewegung. Ja? Deswegen ist das wirklich das Faszinierende auch am Forex-Markt. Man, ich will jetzt nicht sagen spielt, aber irgendwie agiert man halt wirklich gegen Marktteilnehmer aus der ganzen Welt. Die ganze Welt ist interessiert am Forex-Handel. Und wie gesagt, zu bestimmten Zeiten gibt es halt mehr oder weniger Aktivität in verschiedenen Währungspaaren. Mhm. Perfekt, perfekt, perfekt. Was ist denn hier? Ist auch hier und hat seine Börse gekennzeichnet. Unser kleiner Enkel Janik ist auch hier und hat sein Bild Börse gekennzeichnet. Oh, Börses. Oh. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin bin ich live. Bin ich JFD live. Wow, Hans-Joachim, das freut mich auf jeden Fall. Teste uns, teste JFD. Wie gesagt, Henry hat da auch schon viel Erfahrung in der Vergangenheit gesammelt. Ganz, ganz klasse, Henry. Wie gesagt, hat sich meines Erachtens auch gelohnt, dich wieder einzuladen. Das Feedback ist durchgehend positiv und wir knüpfen das auch weiter. Weiterhin knüpfen wir an diese Events. Wir werden im Mai 2 Events dieser Art haben, kann ich gleich mal verlautbaren an dieser Stelle. Und tendenziell wird es frequenziell weiter zunehmen. Mittelfristig kann es sogar so sein, dass wir jede Woche ein Live-Event haben. Und dann praktisch Gast-Trader, Trader aus unserem Pro-Team, vielleicht auch Trader aus unserer Vermögensverwaltung oder auch Quant-Trader, die wir in der Schweiz haben und auch in Deutschland sitzen, werden dann hier etwas zum Besten geben. Das heißt, wir werden hier gerade den Live-Charakter noch mehr und mehr schüren, um euch da auch mitzunehmen auf die Reise des Tradings, die an sich ja, wie gesagt, sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und auch wenn Henry das mit Verlaub so ein bisschen als Spiel auch bezeichnet hat, was man auch durchaus ähnlich wie mit einem Poker-Game auch vergleichen kann, man muss seine Chancen, Risiken abwägen, man muss seine Vorteile suchen und es ist ein Prozess des Lernens. Ja, also das ist definitiv ein längerer Prozess und ist vergleichbar mit einer richtigen Ausbildung. Man muss viel Zeit investieren, aber es kann sich auch lohnen und dann wird, das sage ich immer gern, aus einem Hobby, was ja prinzipiell nur Geld kostet, anstatt auswirft, kann Trading auch tatsächlich eine Einnahmequelle sein, beziehungsweise je nachdem, wie man es macht, ein nettes Beibrot. Ja? Also dann vom Trading ausschließlich leben zu können, das ist schon wieder
sehr, sehr anspruchsvoll. Dazu gehört auch richtig viel Eigenkapital. Das muss man dann natürlich auch dann wieder auf ein ganz anderes Level heben. Das ist auch nur wenigen vorbehalten, ausschließlich vom Trading zu leben. Da man auch im Zuge der Marktphasen durchaus mal Dürreperioden hat, so will ich es mal nennen, und die muss man auch psychologisch und auch monetär ganz locker überstehen können. Und da gehört, wie gesagt, noch viel, viel dazu. Aber um das Hobby Börse noch attraktiver zu machen, gilt es ja natürlich auch, sich auch dem Forex-Markt zuzuwenden, weil Börse ist bekannt. Börse sind Aktien, sind Dividendentitel, sind Indizes. Aber wie Henry ja auch sagte, der Forex-Markt, der hat mich übrigens seit 2007 gepackt, wegen dem 24-Stunden-Effekt und auch 5 Tage die Woche und eben auch in der Nacht gibt es Positionen, die, wenn man mit dem richtigen Broker handelt, eben dann auch durchaus fair abgehandelt werden. Das heißt, wenn da irgendwas Dramatisches passiert, dann greift der Stopp auch in der Nacht und nicht wie bei irgendwelchen Zertifikaten oder Optionsscheinen nur zu bestimmten Handelszeiten. Also das Risiko ist da schon wieder ein ganz anderes und der Markt selber ist global interessant. Man muss immer ein bisschen das Ohr überall haben und die Währungen haben ihr Eigenleben und das ist herausfordernd in jeglicher Hinsicht. Deswegen kann ich euch nur begrüßen, dass ihr dem Forex-Markt euch weiter hingebt und dann natürlich mit JFD da als Liquiditätsanbieter, als Plattform, als Marktplatz dann auch natürlich erfolgreich agiert. Wie gesagt, wir werden die Live-Events weiter fortsetzen. Klasse Webinar lese ich hier beinahe durchgehend, Henry. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Freut mich auf jeden Fall. Spricht dafür, dass wir das in Bälde wiederholen. Und wie gesagt, wenn du da auch die Leute heute beim Looney, beim US-Dollar, Kanadisch-Dollar ein Stück weit mitnehmen konntest, im Sinne dessen, was du dann als Setting vorgestellt hast, umso besser. Ne? Also aus der Praxis für die Praxis. Immer gut, dass die Leute da mal mitbekommen, wie man auch live vorgehen kann. Eine Aufzeichnung gibt es, meine lieben Leute. Wir haben den Teil 1 schon in YouTube hochgeladen. Der zweite Teil wird, ja, ich denke, schon gute 1,5, 2 Stunden noch dauern, ehe das komprimiert ist, ist hochgeladen ist. Also insofern einfach ein Stück weit Ruhe bewahren. Aber auf unserem YouTube-Channel einfach vorbeischauen. Dort könnt ihr dann in jedem Falle das oder den Clip dann am Wochenende euch anschauen oder wann auch immer. Unter Power Webinars sind dann auch die früheren Live-Events vorzufinden. Und wie gesagt, im Mai haben wir dann gleich 2 davon am Start. 2 Live-Events. Dates sind bereits auf der Website. Als JFD-Kunde kriegen Sie ohnehin nochmal ein Mailing dazu, wo wir dann praktisch transportieren, wann, wie, wo, was. Dann werden wir Sie da auch noch abholen. Und YouTube unter JFD Brokers. Richtig, ich kann den Link auch gerade nochmal reinstellen. Praktisch unseren Startlink oder Henry, hast du ihn bei dir oben drin? Aber im Moment, ich werde ihn gleich mal reinstellen, ist überhaupt kein Thema. Schwubbeldiwupp. Ich hab's schon. Nimm rein. Zack, da ist er. Das ist unser YouTube-Channel. Und da könnt ihr auf Playlist gehen oder Videos. Und dann habt ihr alles da, was wir haben. Wir haben da auch mit dem Jens Glatt Morning Meeting jeden Tag, auch auf unserem JFD-Desktop. Viel, viel Content, viele, viele Videos, auch von den IB-Days letztes Jahr. Henry on Air mit einem Vortrag auch beim Live-Trading dabei gewesen. Das war auch eine spaßige Sache in Frankfurt. Also da könnt ihr euch stundenlang mit Videos bombardieren. Und es wird immer mehr. Das kann ich euch auch noch gleich mal vorweg schicken. Gut, dann will ich an dieser Stelle danke erstmal ans Auditorium sagen und dann vor allen Dingen an dich, Henry, dass du das so fein gemeistert hast und würde mich freuen, wenn ich dich wieder mal einladen darf. Ja, danke, hat mir Spaß gemacht. Heute früh gab es ein bisschen Technikprobleme, die ich hatte. Deswegen gab es 1, 2 Minuten wahrscheinlich Verzögerung. Sorry dafür, aber ich bin froh, dass alles noch so gut über die Bühne gegangen ist. Ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wie gesagt, das positive Feedback werde ich auch gemacht. Gerne wieder. Sehr, sehr gut. Das positive Feedback nehme ich, wie gesagt, durch die Bank weg mit. Sage auch allen Teilnehmern jetzt vielen, vielen Dank. Wie gesagt, hier im süddeutschen Raum scheint die Sonne, scheint ein guter Freitagsausklang zu werden. Am Wochenende wird es wohl wieder regnerisch. Insofern vielleicht auch mal die Zeit, dann nochmal das ein oder andere Webinar sich im Nachgang anzuschauen, ein paar Skills zu vertiefen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wiederhören nächste Woche beim Devisenradar oder dann eben bei den Webinaren, die denn da noch anstehen. Dann würde ich es an dieser Stelle auch schon langsam beenden. Bedanke mich auf jeden Fall an Henry, bei Henry, bei euch und wünsche euch auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende. Also bis dahin, beste Grüße, euer Chris Kämmerer und danke nochmal an Henry. Ciao dabei und bis bald.